Offiziell beginnen. Ich darf zunächst einmal alle Anwesenden ganz herzlich begrüßen und Ihnen einen möglichst interessanten Abend, aber ich glaube, da bürgt das Podium dafür, dass der Abend interessant wird, wünschen. Ich muss am Anfang etwas eher Irdisches sagen, dass wir also um einen Kostenbeitrag für Brötchen, Wein und Saalmiete ersuchen. Es ist also nicht so, dass wir es für uns behalten und uns bereichern. Es ist auch nicht so, dass die Vortragenden etwas verlangen. Die kommen Gott sei Dank ehrenamtlich, weil so ein Podium könnten wir uns nie leisten, wenn wir euch zahlen müssten. Das sage ich auch ganz ehrlich oder so wie das letzte Mal. Also die kommen ehrenamtlich, aber natürlich Brötchen, Wein und Saalmiete kosten auch etwas. Und da würden wir uns freuen, wenn jeder und jede, ich muss ja gendern in der heutigen Zeit, einen Unkostenbeitrag heißt es, gibt. Gibt es nicht? Betriebswirtschaftlich haben Sie. Also ein Kostenbeitrag, keine Unkosten. Und das ist nicht fallweise? Ja, damit Sie es. Bitte? Ja. Ja, ich möchte Sie ganz kurz einführen in das, was Sie erwartet. Ich möchte zunächst einmal natürlich die drei hochkarätigen Herren vorstellen und dann in das Thema einführen, und zwar sowohl organisatorisch, damit eine Ordnung herrscht, ich bin ein sehr pedantischer Mensch, das werden Sie schon merken, und auch inhaltlich eine kurze Einführung. Und dann haben wir zwei Diskussionsrunden geplant. Einmal, dass die drei zum Thema sprechen über die Ursachen der heutigen Schwierigkeiten in Europa. Ich meine, das wäre natürlich ein Semestervortrag, aber ich bitte die Herren, sich kurz zu fassen. Und in einer zweiten Runde, ob uns Abhilfen gegen den Untergang des Abendlandes einfallen. Das wäre ja auch ganz interessant, was wir dagegen tun können. Zu retten, was zu retten ist, würde ich sagen. Also zwei Runden, ich bitte alle drei. Tschüss, er weg. Wenn man das nicht hört, dann weiß ich schon. Ich würde alle drei bitten, zu den Themen immer nur 10 Minuten etwa zu beanspruchen, weil 3 mal 10 ist 30, 2 mal 30 ist 60, das ist ohne dies relativ lang dann. Und nachher möchte ich eben das Wort dem Publikum erteilen und würde sagen, dass man dann nicht getrennt eine Frage und eine Beitragsrunde macht, sondern beides in einem, wobei ich alle Anwesenden ersuche, keine Co-Referate zu halten. Ich glaube, jetzt habe ich alles Organisatorische so einigermaßen gesagt. Jetzt sind Sie hoffentlich alle verwirrt. Und ich möchte als Einleitung etwas vorlesen, das Ihnen beweisen soll, wie notwendig es ist, über so ein Thema zu sprechen. Dass wir wirklich Zustände wie im alten Rom haben. Ich habe zuerst gehofft, dass es jemand kompetenterer vorliest, aber ich wollte das nicht. Also müssen Sie mit meiner Stimme Vorlieb nehmen. Das lese ich wörtlich vor. Wiener Festwochenstück, in dem Christus einen Muslimer vergewaltigt, verursacht in Polen einen Theaterskandal. In Wien hat man es schweigend hingenommen übrigens. Zuerst zieht eine Frau mit Schleier eine österreichische Fahne aus ihrer Vagina. Dann steigt Jesus Christus von seinem Kreuz aus einer Wand von Benzinkanistern herab und vergewaltigt die offensichtliche Muslime auf der Bühne. Nach der gelungenen Kopulation wischt sich Jesus mit der österreichischen Fahne seinen Penis ab. Christen und Christentum sind schuld. Soweit eine Szene aus dem Theaterstück Eure Gewalt, unsere Gewalt des kroatischen Autors, weil das kann ich nicht lesen, also Friedrich oder so ähnlich. Dieses angebliche Lehrstück, von der Kritik als Paraphrase des Terrors bezeichnet, gibt in gewalttätigen und primitiven Bildern den christlichen Europäern die Schuld am Migrantenansturm, wobei das Christentum natürlich in unterster Schublade kritisiert wird. Dass ein derartiges Stück bei den heurigen Wiener Festwochen seine Premiere hatte, wundert bei der österreichischen Kulturpolitik nicht. Denn während man den Islam hinten und vorne hofiert und jede Kritik an mohammedanischen Auswüchsen, da muss man muslimisch sagen, in Wien mit der Keule des Populismus oder gar Rassismus niederknüppelt, werden Autoren vom Kaliber eines, ja, den Namen kann ich nicht aussprechen, mit einer Uraufführung auf Kosten der Steuerzahler, also unsere Kosten, die dürfen das finanzieren, bedacht.
Wichtig ist nur, dass die sogenannte Kunst das Christentum und mit diesem den bösen Europäer mit Verächtlichkeit straft. So soll wohl die Österreich-Fahne aus der Vagina der mohammedanischen Frau symbolträchtig die zu erwartende Islamisierung unseres Landes darstellen und die Vergewaltigung einer Muslima durch Christus die Brutalität, mit der die christliche Gesellschaft den Islam zwingen möchte, seine Identität aufzugeben. Dann kommt noch, dass Polen anders ist, weil in Polen hat man protestiert. Ich glaube, da erübrigt sich jeder Kommentar. Mich wundert nur, wie lange wir uns das gefallen lassen. Und mir ist so zum Abschluss dieser Einleitung ein Satz vom Bischof Küng eingefallen. Ich fürchte die lauen Christen mehr als die radikalen Moslems. Naja, das ist so ein bisschen ein... Na, wann kämpfen wir endlich? Gut, es kam ein Beitrag, dass beides gefährlich ist. Sehe ich ein, ja. Hört man mich übrigens bis in die letzte Bank? Ja. Ja, Sie sehen, eine unliebliche Stimme hat auch Vorteile. Ja, und jetzt möchte ich die drei Herren vorstellen. Da muss ich aber die Titel und so mir anschauen. Also zu meiner Rechten. Dr. Amar Al-Bayati, er ist Islam- und Terrorexperte und Präsident der Initiative Liberale Muslime Österreichs, abgekürzt ILMÖ. Da darf ich aber doch noch ein paar persönliche Worte dazu sagen. Er hat erstens ein Buch geschrieben, auf der Todesliste des IS. Er hat schon, wie viele Morddrohungen hast du schon? 15, wie es eine Kampf-, eine Hassposting im Internet seit meinem letzten Vortrag. Mhm. Ja, und du machst doch nicht. Ich will sprechen nachher, keine Frage. Ja. Jetzt habe ich, ist mir entfallen, was ich noch zu dir sagen wollte. Das, ja. Ist egal. Ah, das wirst du dann selber wir sagen. Beginnen. Wir müssen gut beginnen. Dann Herbert Rechberger, zu meiner Linken, also gleich zu meiner Linken. Er ist ein Steirer und er ist der dienstälteste Direktor bei Kirche in Not. Er hat verschiedene Reisetätigkeiten hinter sich und ist zuständig für den Schwerpunkt Informationsarbeit bei Kirche in Not. Und Magister Zeitz, ganz links außen, das passt eigentlich nicht zu dir, links außen. Aber das bringt mich doch das denke ich ja von dir. Von dir. Ja. Er studierte Betriebswirtschaft, Lehre, Philosophie und Politikwissenschaft, Assistent in der Wirtschaftsgeschichte und Technikphilosophie, betriebswirtschaftliche und geschäftsführende Tätigkeiten in verschiedenen Firmen in In- und Ausland, heißt das ist lang. In den Wendejahren 1989-90 war er Landesparteisekretär der Wiener ÖVP, ehrenamtliche Tätigkeiten in diversen Einrichtungen des metapolitischen Sektors, zum Beispiel der Akademikerbund, Unternehmens- und Politikberatung. Und er ist jetzt Direktor des Instituts für angewandte politische Ökonomie und hat eine starke Forschungs- und Publikationstätigkeit zum Thema Islam. Ja, nach der Vorstellung der Diskutanten zum Thema, ich glaube, man muss nicht Geschichte studiert haben, um diese erschreckenden Parallelen der heutigen Situation in Europa zum Untergang des Römischen Weltreichs und zur ersten Völkerwanderung zu sehen. Und es hat über 1000 Jahre gebraucht, dass wieder eine Hochkultur entstanden ist. Das sollte man nicht vergessen. Damals wurde ein mächtiges Reich, übrigens die längste Reichbildung auf europäischem Boden, länger als die Habsburger, wurde zunehmend korrupter, hedonistischer, materialistischer, dekadenter. Und es konnte daher leicht von den robusten Germanen erobert werden. Wie ist das heute? Ja, damit möchte ich den drei Herren das Wort geben. Ich mache es immer in alphabetischer Reihenfolge, dann komme ich nicht durcheinander. Sie sitzen auch schon richtig sortiert, dass Sie mich auskennen. Also die erste Runde. Was sind Ihrer Meinung nach die Ursachen für die heutige Problematik in Europa? Guten Abend, vielen Dank für die Einladung. Ich möchte eigentlich deine Frage beantworten, und zwar ganz kurz und bündig, wie war dieses Thema gestern und heute dort und hier? Das betrifft uns heute auch in Europa. Also ich bin aufgewachsen in Irak und wir haben eigentlich, meine Mutter, meine Familie, wir haben kein Kopftuch.
also in ganzer Orient, ganze islamische Länder. Sogar meine Nachbarn, auf der linken Seite waren zwei jüdische, also ich sage Tante und Onkel, vis-à-vis war Tante Nazlin, das war Christin. Wir kennen diesen Hass nicht, wir kennen diese Problematik. Aber als in Afghanistan Krieg begonnen hat und man hat rekrutiert viele Kämpfer gegen die Russen, weil die Russen ungläubig. Und dann haben wir die Ergebnisse gesehen, das weiß Lektor Lai besser als ich. Und dann kam die Khomeini-Regime. Die Khomeini-Regime gegen Paul, diese von Saudi-Arabien bis heute, sie finanzieren Griechen in Jemen, in Syrien, sie destabilisieren das Irak, sie versuchen auch in Libanon durch Hezbollah, diese terroristische Organisation. Also wir haben gesprochen von gestern und heute. Aber heute auch, hier sind wir in Europa auch betroffen, wie Dr. Michael Lai, also in seinem letzten Buch, also praktisch Abgrund des Abendlandes, kann man sagen. Nicht? Das ist jetzt heute. Aber gestern kennen wir nicht. Also die Juden und die Christen, und wir haben viele Nationalitäten, Kurden, Turkmenen, wir haben Jesiden, wir haben Shebek, also diese, die Taufe vor Christus dort gehabt haben, in Tigris. Wir kennen sowas nicht. Also die Politik, die internationale und regionale Politik, seit dem Afghanen-Krieg, seit der Nahost-Krieg. Und dann natürlich haben die Muslimbrüder damit auch profitiert. Und jetzt sehen wir auch die islamische Staat, diese Terrorgruppe und Al-Nusra und Al-Qaida, alle kamen nach Wien. Ich habe gewarnt vorher, vor der NATO-General, dass unter die Flüchtlinge auch Terroristen, hat keiner geglaubt. Dann hatte der CIA-Chef, hat auch gesagt. Und dann die Minister, der Innenminister von Deutschland, und dann haben sie mir geglaubt. Dann habe ich vorher, ich rede von heute, dort und heute, dort ist jetzt auch viel Radikalismus und hier auch. Und unter den Flüchtlingen auch Terroristen. Ich bin nicht gegen die Flüchtlinge. Vor kurzem mit der Aktion katholischer Frauen habe ich afghanische Flüchtlinge geholfen. Aber wenn ich rede zum Beispiel hier, die sagen, du bist Rechte. Ich war aber bei der SPÖ in einem Vortrag vor kurzem, aber ich bin nicht Rote. Ich treffe die Grünen vor kurzem, ich treffe in Wien, ist egal. Aber jedenfalls, wir begegnen in Europa ein ernsthaftes Problem. Also Radikalismus wächst mit Unterstützung der Linken und auch mit Unterstützung von der Politik. Aber wie gesagt, ich habe in der SPÖ vorher vor kurzem einen Vortrag gehabt. Ich habe auch Treffen im Club von der SPÖ, von bestimmten Chef von EVP und so weiter. Aber ich glaube, es gibt keine Änderung. Solange das keine Änderung, wird dieses Thema, das wir heute besprechen, ein Albtraum für uns. Aber dieser Albtraum wird zu Problemen führen, wird zu Konfrontationen, ja zu griechisch-ähnlichen Zustand. Und der griechisch-ähnliche Zustand hat begonnen. Danke. Also darf ich das kurz so zusammenfassen, dass vielleicht die Leichtfertigkeit der Politiker eine gefährliche Situation für Europa und für Österreich mit sich gebracht hat. Danke. Darf ich dich bitten? Da bist du sicher. Ich bin belegt. Bist du nicht, aber. Ich möchte jetzt erst einmal vielleicht kurz erklären, warum ich hier sitze wahrscheinlich, weil ich bin eigentlich ein Vertreter einer Hilfsorganisation. Also das heißt, Kirche, Not, ursprünglich Ostpriesterhilfe, vielleicht einige von Ihnen kennen das doch als Ostpriesterhilfe, gegründet eben von einem Pater Wernfried van Straten, von einem holländischen Priester in der Nachkriegszeit 1947 in Holland, in Belgien, der sich auch den Namen der Speckpater sozusagen angeeignet hat. Das ist nicht, weil er so dick war, weil das hat er selber gesagt, deswegen kann ich das sagen, sondern weil er damals gesammelt hat in Holland und in Belgien für die Deutschen, für die vertriebenen Deutschen, die in der Diaspora waren. Und viele dieser flämischen Bauern und holländischen Bauern, die hatten kaum Geld, die konnten ihm nicht Geld geben, sie haben ihm Brot und Speck gegeben. Und daraus ist der Name Speckpater entstanden. Aber das, vielleicht kennen Sie diese Geschichte. Das heißt, aus dieser Ostpriesterhilfe, die damals auch schon hinter dem eisernen Vorhang geholfen hat, also auch den verfolgten Christen, dort wo es möglich war, also ich kann mich auch noch erinnern, so lange bin ich auch schon dabei,
dass wir seinerzeit auch viel geschmuggelt haben. Heute kann man das laut sagen, Bibeln geschmuggelt haben, in die damalige Tschechoslowakei. Und ich kann mich erinnern, wir konnten das nie direkt machen, sondern immer über Ungarn. Die Ungarn waren immer ein bisschen offener für diese Dinge. Und wir haben damals versucht, den verfolgten Christen hinter dem eisernen Vorhang zu helfen. Das heißt, die Ostpriesterhilfe, und daraus ist eben dann auch die Kirche in Not entstanden, weil wir nicht nur im Osten jetzt helfen, sondern wir können jetzt in über 140 Ländern der Welt im pastoralen Bereich helfen. Das heißt, unsere Organisation ist einmal fokussiert darauf, den Christen vor Ort zu helfen. Und ich glaube, wir haben dann später noch einmal die Gelegenheit, auch wirklich ganz konkrete Projekte auch da anzusprechen. Das heißt, wir sind eine Hilfsorganisation, wir leben von Spendengeldern und ich sage meinen Mitarbeitern im Büro zu Mittag, wenn wir unser Mittagsgebet haben, immer, wir müssen jeden Tag Gott und den Wohltätern danken, dass wir helfen dürfen. Das ist so sozusagen das Werk von Kirche in Not. Aber nebenbei hat sich unsere Organisation auch immer wieder beschäftigt mit der Christenverfolgung. Das war damals der Gründer schon, Pater Wernfried, dem war es auch ein großes Anliegen, wirklich auch den Menschen hinter dem eisernen Vorhang immer wieder auch zu helfen. Ganz konkret zu helfen, Solidarität zu zeigen und so weiter. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und wir machen das auch heute noch. Wir haben eine Ausstellung zum Beispiel, die heißt Verfolgte Christen weltweit. Und mit dieser Ausstellung dingen wir durch Österreich. Das sind so 21 Roll-ups, wo einfach in Kurzbeschreibung darlegen, was bedeutet eigentlich Christenverfolgung heute. Wir konzentrieren uns in erster Linie auf die Länder, in denen wir helfen. Das heißt, wir haben hier in Österreich keine Projekte. Das heißt, wir unterstützen auch die Flüchtlingshilfe hier nicht. Aber nicht, weil wir nicht wollen, sondern weil das nicht unsere Hauptaufgabe ist. Wir helfen den Christen vor Ort. Das ist etwas, was unser Ziel ist, unsere Aufgabe ist. Damit kommen wir auch den Wünschen der Bischöfe nach, die ja die Sorge haben, dass die Ursprungsländer des Christentums irgendwann einmal christenfrei sein werden. Und daher versuchen wir vor Ort zu helfen. Und ich denke, wir haben ja dann im Anschließend sicher noch auch die Möglichkeit, auch ein bisschen auch darüber sprechen. Wenn ich einen Vortrag habe zu einem Thema, ich beginne immer wieder mit dem Satz, Christsein war noch nie so gefährlich wie heute. Und ich glaube, das kann man unterstreichen und das muss man immer wieder auch sagen. Wir sprechen vom Evangelium über Jesus Christus, das eine frohe Botschaft ist, eine freudige Nachricht, die uns Menschen auch immer wieder die Kraft zum Glauben an den dreifaltigen Gott auch vermittelt, die Hoffnung auf Vollendung im Reich Gottes schenkt und in uns auch die Fähigkeit zur mitmenschlichen Liebe freisetzt. Und daher ist es eigentlich sehr unverständlich, dass gerade diese Botschaft, diese gute Nachricht immer wieder auch auf Ablehnung stößt, Widerstand hervorruft, Gewalt provoziert und den Anhängern des Evangeliums auch das Leben kosten kann. Mehr als 2000 Jahre gibt es das Christentum schon und Sie wissen, erst von Anfang an zieht sich eine blutige Spur der Unterdrückung gegenüber Christen durch die lange Geschichte. Das ist auch das Thema, wenn du gesagt hast, Christenverfolgung, Zustände wie im alten Rom. Es hat sich eigentlich nur noch verschlechtert. Auch heute, im 21. Jahrhundert, werden Christen wegen ihres Glaubens benachteiligt, verfolgt, eingesperrt, gefoltert und auch umgebracht. Und in vielen Ländern der Welt setzt der Staat auch selbst Gewalt gegen Christen ein. Und noch ein Schlusssatz. Jeder Mensch hat ein Recht auf Religionsfreiheit. Dieses Recht wurde 1948 als grundlegendes Menschenrecht ja auch international anerkannt. Und da heißt es zum Beispiel im Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, und ich zitiere jetzt, jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, seine Religion oder seine Weltanschauung zu wechseln, sowie die Freiheit, seine Religion oder seine Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder privat durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Kulthandlungen zu bekennen. Und unter Punkt 2 heißt es, niemand
darf gezwungen werden, gegen seinen Willen einen Glauben oder eine Religion anzunehmen. Wurde unterschrieben am 10. Dezember 1948. Aber wie das in der Praxis aussieht, das ist eine andere Geschichte. Danke, das war ein, ja, schön kann ich den Überblick nicht nennen, aber er ist ziemlich klar über die Christenverfolgung, weil es ist interessant, wir demonstrieren schon ziemlich lang gemeinsam am 10. Dezember, dass die Leute vielfach, wenn man ihnen Foldet austeilt, gar nicht wissen, dass Christen heute verfolgt werden. Die sagen immer, das war unter Nero. Heute ist es viel ärger geworden, nicht? Also deswegen ist das, glaube ich, ganz wichtig, das immer wieder auch ins Bewusstsein zu rufen. Und in der zweiten Runde werden uns dann vielleicht die Erleuchtungen kommen, was wir dagegen tun. Na gut, darf ich dann den letzten der drei bitten? Ja, ich darf aufstehen, sonst bin ich vielleicht ein bisschen kürzer und ist nicht böse auf mich, wenn ich zu lang spreche. Herr Willi Gewesner, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin mit der U-Bahn hierher gekommen, und zwar mit der U3 und bin da unten ausgestiegen beim Stubentor und die Wohlzeile hochgegangen und da ist mir plötzlich zum ersten Mal, ich habe das noch nie gesehen, ein kleines winziges Geschäftlein aufgefallen. Das Portal nicht mehr, als dass man mit der Hand links und rechts die Wände hätte berühren können. Und da drinnen saß ein etwas orientalisch aussehender Schneider und hat da gerade Flickschneidereien oder sowas ähnliches betrieben und vorne hing ein so großes Kruzifix. Ganz am Anfang beim Eingehen. Und ich war zwar in Eile, weil ich wollte nicht zu spät kommen, aber ich habe mich bemüßig gefühlt, ich gehe hinein und bedanke mich ganz herzlich dafür, dass er das dort hängen hat und hat gesagt, wieso, das ist ja selbstverständlich, dass das da hängt. Und ich habe leider keine Zeit gehabt, mit ihm ein Gespräch aufzunehmen, aber ich habe mir gedacht, naja, wie lang wirst du benötigen, um zu sehen, dass das bei uns nicht mehr selbstverständlich ist? Du bist vielleicht ein paar Monate hier und wie das bei Christen üblich ist, die sind sehr schnell integriert und sind auch sehr schnell gerne bereit, einen Arbeitsbeitrag zu leisten. Das hat er ganz eifrig gemacht, aber er weiß nicht oder offensichtlich nicht, dass ihn möglicherweise etwas Ähnliches in Zukunft hier in Europa erwarten wird, als das, wovor er offensichtlich aus dem Mittleren Osten geflüchtet ist. Schwester Katharina hat es schon gesagt, es wird mit zweierlei Maß gemessen. Es ist ganz leicht möglich, das Christentum zu verhöhnen und herabzusetzen. Wenn man das mit dem Islam macht, dann ist man ganz geschwind strafrechtlich verurteilt. Ich habe selbst auch vor nicht allzu langer Zeit eine skurrile Situation erlebt, indem ich nach einer Veranstaltung, die wir in Paris Eschenbach gehabt haben, durch eine Passage gegangen ist und da hat eine Gruppe, die nannte sich Ecce Homo, in des Wortes mehrdeutiger Bedeutung, und die haben homosexuelle Verbrämungen von Bibelszenen dargestellt. Also der homosexuelle Johannes der Täufer entsprechend ohne Textilien bei der Taufe Jesu im Jordan und Papa, Papa und Mama, Mama, die heilige schwul-lesbische Familie und Jesus am Aids-Stuhl sozusagen in einer Pietà-Darstellung. Und ich habe ein Plakat davon, das dafür geworben hat, runtergerissen. Daraufhin haben die Polizei geholt, die Polizei hat mich festgenommen. Ich habe eine Anzeige gemacht, die wurde selbstverständlich niedergelegt und bei mir hat das Verfahren, bis es dann niedergelegt wurde, noch ein paar Monate gedauert. Also der langen Rede kurzer Sinn, das was du auch beschrieben hast, diese szenischen Darstellungen in diesem Stück des kroatischen Autors, ja, das ist selbstverständlich, das ist die heutige Selbstverständlichkeit, in der wir bei Nennung der Wahrheit über Dinge im Islam selbstverständlich nach § 188 oder 283 Herabwürdigung religiöser Lehren oder Verhetzung verurteilt werden. Aus diversen Kreisen, die den einen oder anderen auch hier im Raum bekannt sind, gibt es auch Freunde, die bereits eine Verurteilung hinter sich haben. Allerdings, was das Christentum betrifft, ist seit an die 30 Jahre keine einzige Verurteilung von einem österreichischen Gericht mehr für eine Herabwürdigung religiöser Lehren gemacht worden. Ich bin durchaus der Auffassung, dass ein liberaler und säkularer Staat auch die Herabwürdigung einer religiösen Lehre aushalten muss. Und ich bin der Auffassung, dass so ein Paragraph überhaupt nichts zu suchen hat. Und der liebe Gott weiß sich schon selbst zu wehren. Ich glaube, der braucht nicht die irdischen Gerichte, dass er sozusagen seine eigene Lehre da gegenüber irgendwelchen Ferkeln oder Ähnlichen sozusagen strafrechtlich verteidigen lassen muss. Aber das sollte quasi für alle gelten und sollte nichts dafür sorgen, dass eine Situation entsteht, in der jemand, der den Islam auch unter Zuhilfenahme der Wahrheit und auch unter Zuhilfenahme des Zitierens des Korans zum Beispiel Gefahr läuft, dass er strafrechtlich verurteilt wird und jemand, der das Christentum in miesester Form und natürlich aus unserer Sicht blasphemisch herabwürdigt, nicht die geringste Gefahr läuft, um sozusagen hier eine Verurteilung zu zeitigen. Aber das nur ganz kurz zur Einleitung. Die Frage, die du uns gestellt hast, ist äußerst ambitioniert und ich fürchte, wenn man darauf eingehen würde, würde ich wirklich 2 Stunden brauchen. Also die Frage der Krise Europas ist natürlich eine multifaktorielle. Eine ganz wesentliche Antwort hat Professor Ley hier vor 14 Tagen gegeben. Die Krise Europas setzt sich aus ökonomischen
Deformationserscheinungen aus institutionellen Gegebenheiten der Europäischen Union, aus einem Verfall auch des traditionellen christlichen Wertegefüges natürlich. Also das sind alles Sachen, die bei uns sind, aber auch sehr wohl aufgrund der Tatsache, dass hier die Dinge mürb geworden sind, aus einem Aspekt zusammen, der mit dem Hereindringen des Islam, und zwar mit dem sehr offensiven Hereindringen des Islam, zu tun hat. Professor Ley hat das auch das letzte Mal schon gesagt, das ist eine Art Hijra, die da stattfindet, die unter Flüchtlingsaspekten dargestellt wird, aber die Leute kommen her, weil es die entsprechenden Aufforderungen im Koran gibt. Und wir haben heute aber als Hauptthema das Stichwort Christenverfolgung. Und ich glaube, man muss es sozusagen sagen, dass der Islam nicht einfach nur zufällig ununterbrochen mit Christentum, Christenverfolgung in Berührung kommt. Wenn man sich den Weltverfolgungsindex einer befreundeten Organisation Open Doors ansieht, dann sieht man, dass die ersten 15 Staaten bis auf Nordkorea alle islamische Staaten sind, die die Menschenrechte mit Füßen treten und dort auch in einem ganz, ganz gewaltigen Ausmaß Christenverfolgung betreiben. Und natürlich kennen Sie alle aus den Tageszeitungen oder irgendwelchen sonstigen Enunziationen die schöne Formulierung, dass man da sagt, naja, das hat alles mit dem Islam nichts zu tun. Also irgendwo ein Sprengstoff hat nichts zu tun, irgendwo eine Massakrierung hat nichts zu tun, irgendwo eine Feuer hat nichts zu tun, Christenverfolgung nichts zu tun. Und daher möchte ich mir durchaus erlauben, zu sagen, das hat nicht nur etwas damit zu tun, sondern dem Islam ist die Christenverfolgung in die Wiege gelegt. Der Islam ist eine antichristliche Konzeption von seiner Geburt. Und die Christenverfolgung und alle konzeptiven Komponenten, die dort beheimatet sind, laufen notwendigerweise auf Christenverfolgung hinaus, wenn die materiellen und sonstigen Voraussetzungen für die islamischen Protagonisten existieren. Das sind keine Zufälligkeiten, sondern das sind Sachen, die zutiefst im Koran und in den Hadithen grundgelegt sind. Und ich möchte das mit einigen Beispielen belegen und sagen, dass es natürlich ganz notwendig ist, wie es immer so schön heißt, die Dinge im Kontext, im Zusammenhang zu sehen. Nur da wären sie noch schlimmer, als wenn man es nur isoliert an. Und genau diesen Kontext möchte ich jetzt mal ganz kurz herstellen. Der Kontext besteht sozusagen aus mehreren Komponenten, die zusammenspielen und die eine Haltung und eine Grundsatzausrichtung von Menschen, die im Vollgeist dieses islamischen Einflusses stehen, bedeuten, die auf Christenverfolgung nicht peripher, sondern notwendigerweise hinauslaufen. Die eine Komponente ist das Gottesbild. Das Bild eines despotischen, gewalttätigen, hasserfüllten Gottes oder was immer man darunter verstehen mag, der sich Allah nennt, der sozusagen genau das vormacht, der die Blaupause der orientalischen Despotie ist. Alles, was wir sozusagen über Allah im Koran erfahren, läuft darauf hinaus, dass es sozusagen die Blaupause auch der Gewalttätigkeit gegen Andersgläubige oder gegen sogenannte Nichtgläubige oder Ungläubige ist. Das zweite ist die Konzeption des Ungläubigen. Das zieht sich ja wie ein roter Faden. Der ganze Koran ist hundertfach belegt mit dem Wort der Ungläubige. Und wenn man das nur oberflächlich anschaut oder sich oberflächlich orientiert, dann hat man immer den Eindruck, es geht sozusagen um Nichtgläubige, also um Atheisten und um Leute, die überhaupt keinen Glauben haben oder möglicherweise um die Götzendiener, die ja dort auch immer wieder vorkommen. Also grundsätzlich unterscheidet der Islam sozusagen, der absolut Nichtgläubige ist eine Kategorie, die in der damaligen Zeit, würde ich mal sagen, nachgerade unvorstellbar war. Auch im Koran kommt jemand, der gar nicht glaubt, im Sinne eines heutigen Atheisten überhaupt nicht vor. Es gibt solche, die Götzendiener, sogenannte Götzendiener sind, also Polytheisten. Es gibt solche, die ausgetreten sind aus dem Islam oder Abtrünnige, Murtadun sind. Ja. Die anderen nennen sich Schirk oder betreiben Schirk, indem sie sozusagen Beigesellung, wie das so schön heißt im Koran, also den Allah eine andere Gottheit oder mehrere andere Gottheiten beigesellen. Und es sind damit auch durchaus Schriftbesitzer gemeint, die bei einer oberflächlichen Betrachtung immer wieder als privilegiert dargestellt werden. Also Christen und Juden, oh ihr Kinder der Schrift, ihr Leute der Schrift, kommt zu uns zu einem gleichen Wort, auf das hier und so weiter. Ich werde dann auch ganz kurz noch darauf eingehen. Damit sind also Christen gemeint, Nazarener gemeint und sind Juden gemeint. Allerdings nur insofern, als sie bereit sind, in Wirklichkeit die Konzeption des Islam zu übernehmen. Als sie das nicht bereit sind, sind sie Ungläubige. Ich werde das dann penibel dokumentieren, weil ich glaube, dass es sich auszahlt, sich das ganz genau anzuschauen. Und dann gibt es quer durch den ganzen Koran die Etablierung einer Parallel- und Separatethik. Ja? Also die Ethik, auch im Handeln, die der Koran und die der Islam stipuliert, ist eine Ethik von Muslimen für Muslime. Unter Schutz stehen prinzipiell nie solche, die zur Umma gehören, also die quasi der Gemeinschaft der Muslime angehören. Und für die, die sind auch nicht sozusagen das Objekt irgendwelcher Imperative. Wie sich die verhalten, ist, soweit sie sozusagen eben Ungläubige sind, dem Koran oder dem Islam vollkommen egal. Das ist im Übrigen auch der Grund,
warum den hier lebenden Muslimen in aller Regel vollkommen egal ist, ob die aus ihrer Sicht Ungläubigen, ich weiß nicht, homosexuellen Paraden oder ähnliche Dinge machen, die in ihren Ländern selbstverständlich unmöglich sind, weil sie kein Interesse daran haben, an der Läuterung der Leute beizutragen, sondern dafür zu sorgen, dass sie islamisiert werden oder dass eine Region oder ein Land oder ein Staat islamisiert werden. Und das hat Konsequenzen. Dieses Zusammenwirken dieser Sachen, im Übrigen auch diese Separatethik, mit einer massiven Etablierung von paranoiden Dispositionen verbunden. Ja, ich werde das auch zitieren, Sie werden sich davon überzeugen können, dass da drinnen Dinge sind, die eine Art paranoide Schizophrenie etablieren und in Kombination mit den Gewaltaspirationen, die von Allah ausgehen und dort etabliert werden, ist die notwendige Konsequenz das, was am Schluss gefordert wird, den Christen gegenüber, auch das werde ich zitieren. Es wird ja immer gesagt, naja, es gibt sozusagen Glaubensfreiheit. Und da werden immer drei Zitate bemüht. Das eine ist diese schöne Sache aus der dritten Sure, Vers 65. O ihr Volk, ihr Leute der Schrift, also damit sind Christen und Juden gemeint, kommt herbei zu einem gleichen Wort zwischen uns und euch. Bis daher klingt das einmal ganz gut. Jetzt geht es aber weiter. Dass wir nämlich Allah allein dienen und nichts neben ihn stellen und dass nicht die einen von uns die anderen als hernehmen außer Allah. Das heißt, das ist eigentlich ein Bestandteil der Schahada, also des islamischen Glaubensbekenntnisses. Und soweit das von Christen angenommen wird, sind sie selbstverständlich auch Muslime, insoweit mögen sie herbeikommen zu einem gleichen Wort. Das gleiche Wort eben, indem sie aufgefordert werden, sich dem islamischen Interdikt zu unterwerfen. Auch ein Wort, das immer wieder für die friedliebende und glaubensoffene Grundhaltung des Islam ins Treffen geführt wird, die Sure 2, 256, es gibt keinen Zwang im Glauben. Übrigens auch von der islamischen Glaubensgemeinschaft im Zuge der Offenlegung der Lehre als ein wesentliches Beweisstück sozusagen für die Liberalität des Islam hergestellt. Allerdings eben nur ein verkrüppeltes Zitat. Wenn man sich das anschaut, wie es weitergeht, schaut es folgendermaßen aus. Nämlich, und sprich die Wahrheit vor dem Herrn, wer nun will, der soll glauben, und wer nicht will, der soll nicht glauben. Bis daher wird es immer zitiert. Beweis für die Glaubensfreiheit. Jetzt geht es aber weiter. Der Satz wird nicht vollständig zitiert. Eben. Gewiss, wir haben den Ungerechten ein Feuer bereitet, dessen Zeltdecke sie umfangen wird. Und wenn sie um Hilfe rufen, wird ihnen mit Wasser wie geschmolzenem Erz geholfen, das die Gesichter versenkt. Ein schlimmes Getränk und ein böser Rastplatz. Also das Ganze läuft nicht auf Glaubensfreiheit hinauf, sondern auf das, was in der Sure 48, 28 festgelegt ist. Da lautet es nämlich folgendermaßen. Er ist es, der seinen Gesandten mit der Rechtleitung und der Religion der Wahrheit gesandt hat, um ihr die Oberhand über alle Religionen zu geben. Und Allah genügt als Zeuge. Also von einer Koexistenz oder Kooperation der Religionen untereinander keine Rede. Das ist es, worauf es hinausläuft und was gemeint ist. Dürfen wir nur, darf ich dich nur bitten, dich ein bisschen knapper zu fassen? Ich bin eh schon knapp, aber die zwei, drei Punkte muss ich noch fertig machen, sonst ist das Argument nicht darstellbar. Zu Allah. Ich bringe nur drei kurze Zitate, weil ich glaube, dass sozusagen es wichtig ist zu wissen, welche Gottheit hier die Blaupause der Gewalttätigkeit gegen Christen abgibt. Aus der Sure 327. Ob Allah die Ungläubigen mit der Wurzel ausrotten oder niedertreten oder nach und nach erdrücken will, ob er sich ihrer wieder annehmen will oder ob er sie bestrafen soll, das geht dich nichts an, genug, sie sind Frevler. Oder, der Hass Allahs gegen euch ist noch größer als der Hass, mit dem ihr euch gegenseitig gehasst habt, da ihr zum Glauben aufgerufen seid, aber ungläubig geblieben seid. Das dritte Zitat ist durchaus ähnlich. Wichtig ist nur zu wissen, dass unter Ungläubigen eben auch Christen, die bei ihrem Glauben definiert sind, und das ergibt sich aus folgenden zwei Versen. In der Sure 5, 72 findet sich, ungläubig sind diejenigen, die da sagen, dass Gott Messias, der Sohn Mariens ist. Anderer Vers. Ungläubig sind die, die da sagen, dass Gott der Dritte von dreien ist. Also das ist eine Kritik der heiligen Dreifaltigkeit. Und mit allen Konsequenzen geht es dann sozusagen über die vorhin genannte Separatethik zu den Konsequenzen auch in körperlicher Hinsicht weiter. Was meine ich mit Separatethik? O ihr Gläubigen, schließt keine Freundschaft mit solchen, die nicht zu eurer Religion gehören. Sie lassen nicht ab, euch zu verführen und wünschen stets nur euer Verderben. Da gibt es unzählige Verse, ich mache nur einige Beispiele. O ihr Gläubigen, nehmt nicht Juden oder Christen zu Schutz her. Nehmt euch unter ihnen keine Vertrauten. Und so geht es.
die Geschichte mit dieser paranoiden Disposition. Welche Haltung erzeuge ich in Menschen, die dieses Glaubens sind, durch folgende Verse? Gläubige werden von Ungläubigen immer und überall beleidigt werden. Oder aus der Sure 320. Wenn euch Gutes widerfährt, tut es ihnen leid. Wenn euch jedoch Böses trifft, sind sie froh darüber. Sure 401. Die Ungläubigen sind eure offenen Feinde. Was macht man sozusagen mit den Ungläubigen? Und wenn ihr auf die Ungläubigen trefft, herunter mit dem Haupt, bis ihr ein Gemetzel unter ihnen angerichtet habt. Jetzt eine kleine Passage aus dem sogenannten Schwertvers, aus der Sure 9. Kämpft gegen jene, welchen die Schrift gegeben wurde, also das sind Christen und Juden, die nicht glauben an Allah und an den jüngsten Tag und nicht tun, was Allah und sein Gesandter vorgegeben hat und nicht bekennen das Bekenntnis der Wahrheit, bis sie Tribut aus der Hand gedemütigt richten. Und es sprechen die Juden, Israel ist alles aller Sohn. Und es sprechen die Nazarener, der Messias ist aller Sohn. Sollen sie verbrennen in ihrem Mund für dieses Wort? Sie finden ähnliche Reden wie die Ungläubigen zuvor. Aller schlage sie tot. Was ist zu tun? Ich bin schon bei den letzten zwei Passagen. Was ist zu tun mit den Ungläubigen? Und ich sage es noch einmal, sozusagen, das ist eine fugendichte Kette von der Formulierung des Begriffes der Ungläubigen über die Definition von Christen und Juden, die nicht bereit sind, sich dem Islam anzuschließen. Was ist mit ihnen zu tun? Das ist die Vergeltung für die, die Allah und seine Gesandten bekämpfen und die sich bemühen, auf der Erde Unheil zuzurichten. Dass sie allesamt erschlagen oder gekreuzigt werden oder ihre Hände und Füße wechselseitig abgehackt werden oder dass sie aus dem Land verbannt werden. Das ist die Sünde im Diesseits. Im Jenseits gibt es für diese noch gewaltigere Strafen. Der letzte Sure, die ich zitiere, 22, Vers 19 bis 22. Für die Ungerechten, zwei Sätze vorher wird beschrieben, wer das sind. Juden, Zabäer, Christen, Magier, Götzendiener, sind Kleider aus Feuer bereitet. Und siedendes Wasser soll über ihre Häupter gegossen werden, wodurch sich ihre Eingeweide und ihre Haut auflösen. Geschlagen werden sollen sie mit einer eisernen Keule. So oft sie versuchen, die Hölle der Hölle zu entfliehen aus Angst und Qual, so oft sollen sie auch wieder in diese zurückgeworfen werden. Also ich glaube, es ist klar, dass das Dinge sind, die sozusagen sich jetzt abspielen. Die Dinge, die wir jetzt in Syrien und im Iran jeden Tag mit den Tageszeitungen serviert bekommen, ist eine unmittelbare Umsetzung dessen, was hier im Koran grundgelegt ist. Zu sagen, das ist in Wahrheit alles zufällig oder hat mit dem Islam nichts zu tun, geht an der Sache vorbei. Ob wir sozusagen den einen oder anderen dialogisch überzeugen oder den einen oder anderen sozusagen möglicherweise auch bewirken können, dass er sich dem Christentum zuwendet, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, solange wir nicht erkennen, dass die Wurzel der Christenverfolgung darin liegt, dass es Leute gibt, die Christen deswegen verfolgen, weil sie Christen sind und nicht, weil sie lange Nasen oder blaue Augen haben, solange werden wir mit dem Phänomen nicht umgehen können. Und solange wir daraus keine Konsequenzen ziehen, auch was unser eigenes Land betrifft, werden wir Gefahr laufen, dass die Krise, die Schwester Katharina eingangs erwähnt hat, sich auflädt, um diese unglaubliche Gewalt, mit der Christen übermorgen rechnen müssen, wenn sie sich nicht rechtzeitig zur Wehr setzen. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke, war ein bisschen lang, aber so ein guter Überblick einmal. Ich glaube, es ist auch gleich die Überleitung zur zweiten Runde, was wir dagegen tun können. Weil du setzt immer voraus, dass Moslems den Koran wortwörtlich nehmen. Und da könnte ich dir auch aus dem Alten Testament ziemlich grausliche Zitate nennen, wenn das die Christen wörtlich nehmen oder die Juden. Wir haben uns an eine historisch-kritische Exegese gewöhnt und ich muss fairerweise dazu sagen, dass die Erfinder der historisch-kritischen Exegese, und das weißt du so gut wie ich, die islamischen Mutazeliten in Spanien waren. Sie haben das nicht überlebt, das gebe ich auch zu. Das ist genau der Punkt, sie haben es nicht überlebt. Na, aber es verstehen sich heute liberale Moslems als Nachfolger der Mutazeliten. Sie werden es auch nicht überleben. Oder sie setzen sich durch. Es kann ja auch mal das Gute siegen. Mit Gottes Hilfe. Aber jedenfalls, ich glaube, das war jetzt auch eine gute Überleitung zu einer zweiten Fragerunde und dann ist ohne dies das Publikum dran. Die zweite Runde eben, welche positiven Gegenmaßnahmen können wir setzen,
um den Untergang des Abendlandes zu verhindern oder zumindest einzubremsen, wobei ich auch glaube, dass fairerweise jetzt der Dr. Al-Bayati auf die Anschuldigungen gegen den Koran antworten darf, oder? Machst du nicht? Oder machst du schon? Ich sage immer die Wahrheit bis mein letzter Atemzug. Es gibt mehrere Koranbücher und ich bin die arabische Sprache mächtig. Und ich bin, wie Sie hier sehen, ich bin Imam auch. Können Sie sehen das Bild, wenn Sie mein Telefon anschauen. Also was ich sage, also gibt Widersprüche im Koran. Und deshalb wollen wir den Islam reformieren. Bassam Tivi hat gesagt, europäischer Islam. Der gute Bassam Tivi hat gut gemeint, aber gibt keine Islam geografisch, genauso wie Judentum geografisch. Manchmal passiert, aber es ist falsch. Aber das haben wir gesagt, Islam, europäische Prägung, da wir hier leben. Und jetzt komme ich zu dieser Frage, weil auch die Hadith von dem Prophet Mohammed zu Tausenden, also richtige und unrichtige, und der Prophet Mohammed hat viele Frauen, man hat Zeit zu viele richtige und unrichtige. Aber viele radikale Islamisten berücksichtigen die richtigen Hadith und die unrichtigen. Und kommen die Gelehrten, die noch diese Scharia als menschliches Konstrukt, das heißt, Islam ist eine missionierende Religion und wir sind dagegen. Außerdem die Muslime, vor allem die Mullah-Regime, die Wahhabiten, die Muslimbrüder, sie denken, sie sind die Einzigen im Besitz der Wahrheit. Zum Beispiel die wahhabitische Saudi-Arabien, sie denken, wir sind alle abgewichen von dem geraden Weg, so wie im Koran steht. Ja? Das heißt auch, wir Muslime sind auch ungläubig für sie. Und die sind nicht mal 1%. Aber es ist eine große Konferenz jetzt, war eine Konferenz und war auch viele Gelehrten aus ganz islamischen Ländern und wir Scheich von Al-Azhar und sie haben Wahhabiten aufgedrängt, dass sie nicht als Ritus das Islam. Und das ist gut so. Also die saudi-arabische Wahhabiten haben jetzt Konflikt nicht nur mit dem Mullah-Regime, mit dem schiitischen Regime, sondern auch mit den Muslimen ein Problem, weil sie waren geduldet als Wahhabiten. Aber seit dieser großen Konferenz vor kurzem, glaube ich, ich war auch eingeladen, ich bin nicht gegangen, aber sie haben Probleme. Außerdem, ich möchte zu praktischen Beispielen kommen, ich möchte nicht nur Koran, habe ich gesagt, gibt viele Widersprüche und auch Feindseligkeiten, deshalb wollen wir nur die bestimmten Sachen, weil wir möchten nicht gegen Personen oder Religionen oder Parteien oder Regierungen, sondern wir wollen nicht den Islam reformieren, kann man nicht unreformierbar. Viele Widersprüche in dem Koran und in den Hadith, aber wir wollen die Muslime aufklären. Das, was wir meinen. Und ich habe zum Beispiel Beispiele, es gab einen Muslimbruder in Graz, wir haben ihm geklagt, normalerweise abgewiesen, also wie immer. Ich habe damals sein Video, das war in Eid al-Adha, also der große Fest, Opferfest nach dem Hajj, hat er gesagt, er will nicht sprechen, weil wir sind hier. Er ist gegen die Österreicher als Christen, sind Nachkommen der Affen und Schweine. Und ich habe dieses Video zu Sat 1 getragen und in Krone auch veröffentlicht. Und würde er nicht, er ist von der Straße, er war Zeitungsverkäufer und seine Frau war Putzfrau. Und bis heute hat er 6, 7 Kinder und er verdient mehr als einer von ihnen. Ein paar tausend Euro. Und ich möchte zu dieser Christenverfolgung, die wir hier anwesend haben, zum Beispiel Adnan Ibrahim im 2. Bezirk. Ich habe Cover in Dishan Zeit, ich war in seinem Fahrstuhl oben und Dishan hat sich entschieden, dass wir ein Manschett machen, dass Adnan Ibrahim hat gesagt, er plädiert nicht für die Verehelichung von Muslimen mit Christen und Juden, weil sowieso nach seiner Fatwa sind alle Huren im Westen. Und außerdem hatte lange Jahre von der SPÖ Subventionen im Tag der offenen Tür. Und vergangene Jahre hatte auch Video, steht im YouTube, er ist Antisemit und sagte, der richtige Dschihadisten, die praktisch auch israelische Soldaten umbringen. Und der andere, der Leiter, Dr. Hassan Musa von der islamischen Gymnasium, in Floridsdorf, hatte in einem Video in Gaza, auf Einladung von Hamas, er hatte gesagt,
die beste Haltung, dass man mehr Gefangenen, also Anspielung auf Shalit damals, dieser Soldat, dass sie ihn gefangen genommen in Gaza. Und der bekommt Geld von der Stadt Wien. Also die Christen verfolgen nicht die Muslime. Die Muslime sind auch Teil. Aber wir unterstützen ihnen. Unterstützen ihnen die Parteien. Und ich kann sie mir glauben, ich war bei manchen Parteien, ich habe gesagt vorher, die Leute haben mich eingeladen, ich werde nicht sprechen über dieses Thema. Ich möchte euch nicht in Verlegenheit bringen. Und was war? Ich habe wie meine Rede jetzt im Europäischen Haus in Wien mit anderen namhaften Personen vorgestern, glaube ich. Ich habe auch über allgemeine Dasein von Muslimen und Nicht-Migranten. Aber die Publikum bei einer solidarischen Partei haben sie angefangen mit dem islamischen Kindergarten, mit das und das. Und da habe ich gemerkt, mein Gott, die Basis auch in dieser solidarischen Partei, auch sie denken wie ich. Und deshalb, jetzt gibt es eine Umwälzung, aber wie lange dauert, weiß man nicht. Es gibt eine Türke in Donaufelder Straße, 22. Bezirk. Er hat mehrere junge Leute. Ich kenne einen Ägypter. Er hat verloren 2 Kinder, ich glaube 15, 16 Jahre. Ich kenne den Onkel von ihnen. Und ich sage, muss er zu den Medien kommen, dass er war, weil das ist schwierig. Und damals habe ich Thema ORF geholfen. Sie haben eine Stunde Video gemacht oder Film oder Thema. Gibt eine tschetschenische Frau, ihr Mann in die Parallelgesellschaften, das ist dein Thema, Dr. Lal, in die Moscheen, waren sensibilisiert, dann im Internet und dann ist er gestorben. Und ihre Tochter hat auch später ihren Mann verloren und dann der lebende Mann von ihrer Tochter geschickt ein Video. Aber haben wir nicht gesagt. Wir wollen nachher für Puls TV und Puls TV muss ich kritisieren. Sie wollen mit uns nicht, also sie wollen dieses Thema und dann wollen sie nicht, weil sie denken, wir sind Rechte in unserer Meinung, also nicht Linke wie sie. Ist egal, aber ich konzentriere noch ein weiteres Beispiel. Es gibt einen Imam in 10. Bezirk, er hat einen Freitaggebet nur verteufelt die Frauen. Die Frauen, egal was du ihnen gibst, die sind Teufel, 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 Teufel. Das steht ja alles im Internet. Und deshalb habe ich nicht von ungefähr diese Analyse, weil ich sitze Tag und Nacht auf Facebook und Twitter und ich sehe, was sie treiben, was sie sprechen, auch persönlich. Und ich glaube, es ist jetzt, diese Tendenz wird steigen. Ich habe seit meinem Vortrag in die Wiener Galerie und kam ein Filmfirma von Warner Bros. Von Hollywood, heißt iWork und sie machen einen Beitrag über Islam in Europa, wird ausgestrahlt weltweit 2017, ich war auch bei ihnen und sie haben meinen Vortrag über meine Aktion gegen Kopftuch, weil im Koran gibt kein Kopftuch. Und sie haben seitdem, der Leiter der islamischen Friedhof in Wien hatte jetzt über Facebook für die dritte Mal, zweite Mal per Video hatte mich und Professor Adnan Aslan von der Uni Wien auch angedroht und seitdem, und ich habe angeklagt, Anzeige, aber ich habe eine sehr berühmte Rechtsanwalt und ich habe keine Zeit, aber ich habe gestern die ganze Übersetzung von Screenshot, also ich bin Alkoholiker, ich bin schlechter als Ungeziefer, ich bin Ungläubige, Abtrünnige, also egal was. Und diese Leute bekommen Geld von der Stadt Wien, die Friedhof von der islamischen Friedhof gehört der Stadt Wien. Aber wir dürfen nicht dort begraben. Nicht die Schiiten, nicht die alawitischen Muslime sind auch anerkannt. Ja? Sogar man hat die schiitischen Iraker, weil die Mullah-Regime mit der islamischen Glaubensgemeinschaft hat ihnen nicht wie die Alawiten als islamische Glaubensgemeinschaft, wie die islamische Glaubensgemeinschaft, sondern als Glaubensbekenntnis. Also solche Beispiele machen mir Angst, nicht nur der Christenverfolgung, und geschweige in die Moscheen, gibt nach jedem Gebet, vor allem nach jedem Freitaggebet, da ich veröffentlicht habe, manche Imame wie ich, haben Angst. Sie sagen, lieber Gott, lass den Islam und Muslime siegen und vernichte ihre Feinde, darunter die Christen und die Juden, und verwitwe ihre Frauen und mach ihre Kinder weiß, Amin, Allahumma Amin. Das ist die Christenverfolgung hier. Nicht nur die Christenverfolgung, sie wollen alle mundtot machen. Deshalb, ich verspreche euch, ich habe auf das Buch und alle Veröffentlichungen auf mein Tantime verzichtet. Ich werde fair und stark, obwohl Tag und Nacht
Jetzt gibt es eine Kampagne gegen mich und gibt es auch in Abbas, haben Freunde auch gemacht eine Unterschriftaktion und sie haben geschrieben an die Parteien, wir werden versuchen, wenigstens diese Leiter von dem Islamischen Friedhof, der immer dreimal mich angedroht hat. Was habe ich getan? Ich kenne ihn nicht mal im Traum. Du warst da. Ja? Was habe ich gesagt? Ich habe nur die Wahrheit wie heute gesagt. Also es gibt keine Meinungsfreiheit und ich kritisiere unsere Justiz. Wir haben die Alawiten, die Schiiten und die liberalen Muslime einmal geklagt. Die Klage hat tausende Euro gekostet und sie haben gesagt, wir wollen nur die Islamschlaggemeinschaft wie ein Heft von der Stadt Wien. Sie vertreten alle Muslime. Und die Richterin hat gesagt, aber die Katholiken vertreten nicht die Evangelische. Und nachher kommt Rechtsverweigerung. Ich sage, was bedeutet Rechtsverweigerung? Der Rechtsanwalt sagt, wir haben Recht, aber sie geben kein Urteil. Also wo sollen wir hingehen? Wir können immer nicht leben hier, wir haben keine Rechte. Und ich habe vor kurzem, jetzt vor ein paar Tagen, Sebastian Kurz auch getroffen. Ich habe Gernot Blum getroffen, ich habe Gudrun Kugler getroffen, habe ich dir auch gesagt. Übrigens, die beiden, Christian Seitz und Schwester Katharina und ich, wir haben uns getroffen stundenlang und wir haben diskutiert, deshalb haben wir die Liebe, miteinander zu diskutieren. Aber ich wollte Ihnen konzentrieren auf die Thema und Beispiele nahe Ihnen bringen. Also die Christenverfolgung ist, macht mir Angst. Und genauso, wir wollen auch Muslime oder ehrliche Muslime, wie ich und Frau Thaira, auch aus dem Irak, sie ist Christin. Sie hat mir geholfen bei dieser Facebook, sie hat mir diese Dankeschön. Aber ich kann erinnern, in Irak, als ich junge Fernsehregisseur 72 in Deutschland fertig, war unsere Abteilungsleiterin Fernsehen, wir waren Filmabteilung, wir machen Filme und Serie, Filme, nicht Aufzeichnung. War Viktor Haddad, war Christ. Der Leiter von Sound Studio, also für Doublage und alles und Mischung, war Grigor Ohanessian, Christ. Von Negative Cutting war Virginia Yassin. Also wir kennen nicht diesen Hass. Aber dass dieser Hass mit Hilfe von den Parteien, bestimmter Politiker und bestimmter Journalisten, das finde ich, das kann man nicht stoppen. Also es gibt keine Lösung für mich. Ah. Es gibt einen Konflikt, eine Konfrontation, es gibt einen Bürgerkrieg-ähnlichen Zustand. Ja. Und ich habe alle Politiker gesagt, sie sagen, Herr Al-Bayati, Sie haben recht, aber Sie geben mir keine Antwort. Aber ich sage Ihnen, ich habe keine Angst. Bei jeder Rede, ich erinnere Ihnen, bei jeder Treffen, ich erinnere Ihnen, aber ich glaube, Sie werden nicht ändern. Aber der Zug abgefahren. Es gibt keine Lösung. Gut, danke, das ist keine gute Antwort für mich, weil ich hätte mir natürlich einen positiven Vorschlag. Aber die Wahrheit kann ich nicht mehr. Ja. Na, irgendwas muss uns einfallen. Ich mag nicht mit dir im Bürgerkrieg leben. Ich mag keinen Bürgerkrieg. Gut, danke jedenfalls. Wir haben jetzt wieder viele auch Aspekte, die wahrscheinlich nicht alle wissen, weil die Medien ja sehr filtern, was sie an die Öffentlichkeit geben. Ich habe es jetzt nicht gesagt. Man könnte es auch weniger nett sagen, aber Gott, als Schwester bin ich ja immer, fast immer. Ja. Gut, jetzt darf ich dich bitten, vielleicht die Kirche in Not, dann musst du immer aufstehen. Achso, ja gut, du kannst da sitzen bleiben. Aber ich glaube, jetzt kommen positive, jetzt kommt was Positives. Du hast was Positives. Zuerst muss ich Ihnen wirklich gratulieren zu Ihrem Mut. Wirklich. Also ganz, ganz toll, was Sie da machen, weil es ist wirklich nicht einfach, gerade in so einer Situation dann wirklich auch öffentlich nämlich aufzutreten. Nicht ich habe politische Asyl in Australien, Kanada und Amerika. Sie geben mir keine politische Asyl, nicht gewöhnlich, aber sie haben mir gesagt, die Immigration Officer steigt ein und bekommst du Asyl. Aber ich werde hier bleiben mit euch und kämpfe für euch und für Österreich. Ganz mutig. Ja. Als Vertreter der katholischen Hilfe. Eine Frage vielleicht? Andere Preis. Ich habe selber im Irak, ich habe in arabischen Ländern gelebt, ich habe im Libanon gelebt. In den 80ern, in den 70ern, in den 60ern. Du bist wann weggegangen aus dem Irak? 1980. Warum? Weil der Krieg hat begonnen zwischen Irak und Iran. Habe ich gemerkt, als junger Mensch,
Aber bewusster Mensch, es beginnt eine neue internationale und regionale Politik. Sie haben geschubst Saddam Hussein gegen Iran und ich habe gemerkt und die erste Monate habe ich die Flugzeuge gesehen und bin ich raus geflüchtet mit einem Taxi nach Amman und dann bin ich nach Ägypten. Ich habe 88, 86, 88 noch in Mosul gelebt. Ja. In einer völlig multikulturellen Stadt. Christen auch, viele Christen. Christen, viele Christen. Ja. Gibt es alles heute nicht. Gibt es nicht. Gar nicht wichtig. Wie schaut es im Libanon aus? Das war mal das Frankreich des Orients. Das scheint es niemand zu sein. Sitzen kann und noch positiv oder aus. Das gebe ich dir zu. Ja, ja. Gut, danke. Jetzt darf aber der Herr Direktor Rechberger etwas Positives. Er hat mir versprochen, ja. Ich sage das ist alles positiv. Ich versuche mal als katholische Hilfsorganisation einfach einen kleinen Teil zu geben. Ob das positiv ist, ich meine, die Situation scheint also nicht so zu sein. Aber die Frage stellt sich natürlich für uns auch immer wieder. Ich meine, was können wir wirklich konkret tun? Was können wir hier tun? Und ich denke, wir können das so in einer dreifachen Weise könnten wir schon was tun, denke ich. Das entspricht eigentlich auch den drei Säulen unseres Hilfswerkes. Die erste Säule ist, wir sind ein katholisches Hilfswerk, das ist das Gebet. Ich denke, das ist etwas, was bei uns auch ein bisschen verloren gegangen ist. Ja. Ich meine, wir Christen, wir wissen, dass das Gebet Kraft und Mut gibt, dass wir nicht nur für uns selber, sondern auch für die Menschen vor Ort. Ich habe es bei meinen Reisen interessanterweise fast eigentlich in allen Ländern gesehen, wo ich war, ob das jetzt im Irak damals war oder in Sibirien oder in Peru oder wo auch immer. Ja. Wenn wir als Hilfsorganisation dort, als Vertreter der Hilfsorganisation aufgetaucht sind und mit den Menschen gesprochen haben, ich habe nie erlebt, dass jemand gesagt hat, habt ihr ja Geld mit? Oder wie viel Geld könnt ihr uns für dieses Projekt geben? Das ist dann irgendwann im Laufe der Zeit, natürlich, weil wir das machen müssen, aufgekommen. Aber das Wichtigste war für die immer, dass wir da waren. Dass wir Solidarität gezeigt haben. Dass wir mit ihnen waren. Dass wir mit ihnen gebetet haben. Wir haben mit ihnen gefeiert, das können die Orientalen auch ganz gut. Also, ich habe mich immer sehr wohl gefühlt dort, also wegen dem Gebet natürlich, aber auch wegen dem Feiern. Und das war eigentlich das Schöne eigentlich. Ja. Und die haben auch, ich habe zu immer gesagt, ja, aber ihr wisst schon, also auch hier, wir in Österreich, wir in Europa, wir beten euch auch für euch. Und die haben gesagt, ja, aber wir beten für euch auch. Und das ist vielleicht eine kleine Hoffnung auch, diese Solidarität im Gebet. Ich glaube, das dürfen wir als Christen auf gar keinen Fall außer Acht lassen. Die zweite Säule würde ich als Information nennen. Die Information, die wichtige Aufgabe für uns hier, für alle, die irgendwie in einer Weise beschäftigt sind, dass wir ständig diese richtigen, die wahren Meldungen, nicht das, was wir so in den Medien oft hören, sondern das, was unsere Projektpartner, unsere Leute vor Ort, ja, was die uns geben, dass das wir hier weitergeben. Ich weiß, dass das total schwierig ist, ja, eben mit den Medien, also mit den staatlichen Medien und so weiter, da habe ich auch so meine Erfahrung gemacht, ja, das ist nicht so ganz einfach, aber wir dürfen da nicht nachlassen. Wir können, ja, wir haben die Möglichkeit zum Beispiel Leserbriefe zu schreiben oder so. Einfach ganz konkret, dass jeder für sich kann das tun, auch in seinem Bekannten- und Verwandtenkreis, einfach darüber reden, dass es die Christenverfolgung gibt, dass es diese Menschen vor Ort gibt. Das ist ganz wichtig. Und die dritte Säule, das entspricht natürlich unserem Hilfswerk natürlich besonders, das ist die ganz konkrete materielle Hilfe. Vor Ort. Und wir haben, ich muss sagen, dank der Hilfe unserer Wohltäter, wir konnten jetzt in den letzten zwei Jahren zum Beispiel für den Irak, ja, für die Christen, also nicht nur für die Christen, aber natürlich für die Menschen, die im Irak geblieben sind, wir haben 22.678.734 Euro gegeben. Wir konnten für Syrien fast 15 Millionen geben, für den Libanon fast 5 Millionen und so weiter. Und wir haben ganz konkrete Projekte, ja, wie kann sich das nicht gerne anschauen. Da geht es oft um ganz einfache Dinge, um
Hilfe, um medizinische Hilfe, um Lebensmittelhilfe, um Generatoren für Stromerzeugung und so weiter. Und wir haben jetzt auch, zum Beispiel in Aleppo, ja, man, Sie kennen die Situation in Aleppo gut genug, weil ja die Medien ja auch mittlerweile drauf gekommen sind, dass es dort ganz schlimm ist. Ja. Aber das ist ja schon länger so, das ist ja nicht erst seit gestern. Ja. Und wir haben dort, ich sag's wirklich, wir haben dort heiligmäßige Menschen. Einer davon war im Juni bei uns in Wien, der Pater Ibrahim al-Sabak, ein Franziskanerpater. Ist unglaublich. Sitzt dort mit 4 anderen Franziskanern in Aleppo und die feiern Heilige Messe jeden Sonntag. Und die Kirche, ich habe ein Foto gesehen, habe ein Foto gesagt, sag ich, wo warst du? Sag ich, na, in meiner Kirche. Bumm, voll. Unglaublich. Und die bleiben dort vor Ort. Und das ist, und die helfen, und das ist ja so, die helfen natürlich allen Menschen, die dort sind. Wer Hilfe braucht, der bekommt sie auch. Und ich denke, das ist schon etwas, was uns auch ein bisschen vielleicht die Hoffnung geben soll. Ich meine, klar, es ist jetzt aber wichtig, dass einmal dort Frieden und Ruhe ist. Ja. Aber ich habe jetzt zum Beispiel gehört, dass es Familien gibt, die jetzt im Libanon noch sind, die aber nach Syrien zurück, 300 Familien, ja, und die haben die Idee, in ein Dorf zurückzukommen, wo jetzt zurzeit kein Krieg ist. Und dann haben wir gesagt, wenn sie das macht, ja, dass jede Familie kriegt einmal $3.000 als Starthilfe. Ja. Und die überlegen jetzt, ob sie nicht zurückgehen wieder in diese Dörfer. Und was hat Pater Ibrahim auch mir gezeigt hat, auch mit seinen Bildern, ein lebendiges Kirchenleben. Ja. Da gibt es Jugendgruppe und so. Ich habe gedacht, wie macht ihr das? Ja? Aber das zeigt halt schon auch, das Leben geht schon noch weiter. Es ist nicht so, dass alles kaputt und alles tot ist. Und ich denke, wir sollten nicht aufgeben. Und vielleicht noch ein Wort noch vielleicht zu unserer Situation hier. Was mir auch persönlich eigentlich auch immer wieder auch ein Anliegen ist, dieses Wort Toleranz. Ich meine, das ist, glaube ich, eines der meistgebrauchten und noch mehr missbrauchten Wörter eigentlich, die wir in letzter Zeit hier verwenden auch. Das kann ja nicht, Toleranz kann ja nicht auch darin bestehen, dass wir zugunsten eines falsch verstandenen Toleranzbegriffes unsere eigene Überzeugung hintanstellen. Das kann ja nicht sein. Denn ich denke schon, dass wir Christen hier einfach mehr Flagge zeigen müssen, dass wir Christen einfach viel öffentlich, viel stärker auftreten müssen. Und ich glaube, das ist etwas, was uns auch dann bei unseren muslimischen Kollegen sozusagen auch interessant macht. Wenn wir lau sind, wenn wir sagen, ja, ist eh wurscht, ja, dann werden wir Europa nicht retten. Wir Christen, wir müssen aufstehen und mehr Flagge zeigen. Danke. Das war jetzt mal was Positives. Ja. Vielleicht darf ich dir jetzt dann noch das Wort geben. Ja, das Fragezeichen schließe ich mich gerne an. Ich habe auch was Positives zu sagen, weil ich glaube auch durchaus nicht, dass es vorbei ist oder dass wir sozusagen die Segel streichen sollen. Ich darf nur, auch wenn du nicht ganz böse bist, noch ganz kurz zweimal replizieren auf etwas Vorhergesagtes. Ich widerspreche meinem Lieblingsmuslim ganz, ganz ungern. Ich liebe dich, aber wie du weißt, aber sozusagen das mit den Widersprüchen im Koran. Also erstens einmal, ich habe zitiert aus einer Übersetzung, die nicht nur von dem saudi-arabischen Religionsministerium, sondern auch von der deutschen islamischen Gemeinschaft autorisiert wurde, und Frank Bubenheim ist ein deutscher Konvertit, der hat das übersetzt. Also die Zitate sind in jeder mir bekannten Übersetzung, und ich habe den Koran viermal gelesen, ganz genau so, da gibt es keine Widersprüche. Die sind so gemeint und sie stehen auch so dort, und die Worte sind auch, und Qital heißt Kampf mit dem Ziel, jemanden zu töten, wie du weißt das Arabisch besser, und Dschihad heißt nicht wie der Al-Kasali und weismachen, wie sozusagen der Drang jemanden, quasi, dass er seine eigene Seele verbessert, das ist ein völliger Blödsinn. Da steht ganz genau drinnen, Dschihad heißt töten und getötet werden, das heißt Dschihad. Die Sufis interpretieren es auch so, das weiß ich direkt. Wenn sie es interpretieren, lesen sie eben falsch. Es steht wörtlich dort, Dschihad heißt, sie töten und sie werden getötet auf dem Weg von Allah. Da kann ich da jetzt gleich 5 Beispiele, ganz genau, das steht dort, und das ist nicht, und im arabischen Original steht es so dort. Diskussion. Die zweite Sache mit, das ist nämlich etwas, was auch ein bisschen uns in die Irre leitet, selbst wenn es nicht so gemeint ist. Dass man sagt, naja, es hat vor 20, 30, 40 Jahren, hat es in Kabul noch ganz anders ausgeschaut. Das ist vollkommen richtig, wer die Bilder aus den 70er Jahren, da sind die Mädel mit den Minirocken und so weiter gegangen. Oder bei dir im Irak, da war eine vollkommen andere Welt.
Man darf das aber nicht so interpretieren, dass man daraus die Konsequenz zieht, das sind sozusagen Dinge, die jetzt passiert sind, die mit dem Islam nichts zu tun haben, weil vorher war ja auch der Islam da. Die Geschichte von 1400 Jahren Islam zeigt, dass der Islam unter unterschiedlichen Bedingungen unterschiedliche Ausprägungen erfährt und unterschiedliche Gesichter zeigt. Wenn er ökonomisch schwach ist, wenn die Zahl seiner Glaubensgänger auf einem bestimmten Territorium gering ist, dann ist er sozusagen friedlich, zivilisiert, freundlich, höflich, bis zur Unterwürfigkeit möglicherweise sogar. Ja. Wenn er stärker wird, dann nimmt die Zahl der Forderungen zu, und wenn er ein gewisses Ausmaß an Stärke hat und nicht mehr auf Subsidien, also materielle Hilfsmittel von anderen angewiesen ist, dann zeigt er sozusagen das, was er wirklich kann. Der Islam hat es immer so gemacht. Der Islam ist aus sich heraus nicht imstande, das wäre ein ganz eigenes Kapitel, aber es ist ganz wichtig, dass man das sagt, wertschöpfend tätig zu werden. Die Wirtschaftsethik des Islam ist Beutezug und Kapitalverbrauch, Tributleistung. Immer dann, wenn er die Tributleistung dazu geführt hat, dass er sozusagen entweder territorial sich ausgedehnt hat, was weiß ich, die ganzen Beutezüge, die durch territoriale Eroberungsfeldzüge stattgefunden haben, haben eben die Kassen der jeweiligen Sultane ordentlich gefüllt. Als der Herr Sultan Suleiman der Prächtige 1529 an Wien gescheitert ist, hat er sich was anderes überlegen lassen müssen. Da hat er dann mit einem gewissen Kai Adin, der der erfolgreichste Seeräuber aller Zeiten war, eine gemeinsame Sache gemacht. Da haben sie halt dann 10 Jahre sozusagen das Mittelmeer heimgesucht und dann abgeteilt am Ende der Saison so und so viele Galeeren Gold für dich, so und so viele für mich. Also sozusagen das ist die Realität. Wenn der Islam materiell stark ist, dann braucht er nicht höflich und unterwürfig sein. Wenn er aber Subsidien notwendig hat, macht er unterschiedlichste Formen der Konzessionen. Zum Beispiel das Milizsystem im Osmanischen Reich war eine solche Konzession. Oder die sogenannten Kapitulationen, wo man ausländischen Regierungen spezielle Privilegien auf osmanischem Territorium eingeräumt hat. Zum Beispiel den Franzosen einen großen Teil des Handels oder den österreichischen Habsburgerreich eine Oberhoheit über die Donauschifffahrt zum Beispiel. Das tut man immer dann, wenn man es notwendig hat. Am Ende des Ersten Weltkrieges wäre der Islam weltweit bankrott gewesen. Es hat kein einziges islamisches Land gegeben, das nicht staatsbankrott gehabt hat. Osmanisches Reich war überhaupt weg. Ägypten staatsbankrott, der gesamte Mittlere Osten, alle staatsbankrott, Ägypten schon ab 1888. Und keines dieser Länder wäre von sich aus lebensfähig gewesen. Wir haben den Fehler gemacht, wir haben sie sozusagen wieder aufgeweckt. Kemal Atatürk hat gesagt, der Islam ist eine verwesende Leiche, aber wir haben diese Leiche wieder reanimiert von außen, indem wir dafür gesorgt haben, dass dort wieder Voraussetzungen sind, die in den letzten, was ist in den letzten 100 Jahren, jetzt feiern wir es bald, oder die Türken feiern es 2023, 100 Jahre Kemalismus. Am Anfang der kemalistischen Periode hat es dort 24,8% Christen gegeben. Laizismus 100 Jahre, was ist das Ergebnis? Wie viel gibt es jetzt dort? 0,15. Wo sind die alle hin? Also das ist sozusagen das Ergebnis sozusagen von Laizität oder von Liberalität auch in der heutigen modernen Türkei. Aber ich glaube, dass es trotzdem nicht notwendig ist und keineswegs angemessen ist, pessimistisch zu sein oder gar resignativ. Es gibt selbstverständlich Mittel, auch Mittel mit den Methoden des Rechtsstaates, bei uns dabei zunächst einmal im ersten Schritt dafür zu sorgen, dass eine Ausbreitung dieser Islamisierung nicht mehr stattfinden kann. Erstens einmal ist es dafür notwendig zu sagen, der Islam hat Komponenten, die spiritueller Natur sind, von mir aus die 5 Säulen des Islam, und wesentliche Komponenten, die gesellschaftspolitischer, rechtspolitischer und staatspolitischer Natur sind. Es kann nicht sein, dass unter dem Begriff der Religionsfreiheit politische Konzepte, Herrschaftskonzepte und juristische Vorstellungen über bestimmte Formen der Bestrafung von Menschen im Strafrecht stattfinden. Das geht nicht. Wenn wir damit nicht Schluss machen und wenn wir nicht sagen, Religionsfreiheit als solches hat mit der Etablierung eines rechtlichen oder eines ideologischen Systems nichts zu tun und kann auch unter diesem Prätext nicht geduldet werden und muss mit allen Mitteln des Rechtes eines Rechtsstaates verhindert werden. Wenn wir das nicht imstande sind, dann sind wir wirklich verloren. Religionsfreiheit als solches, auch die gilt in keiner einzigen Konzeption, unbegrenzt. Wenn Sie sich die Konzeption der Grund- und Freiheitsrechte seit den 60er Jahren oder seit dem Jahr 1848 sogar anschauen, das gesamte 19. Jahrhundert hindurch, alle Freiheitsrechte, ob das jetzt das Eigentumsrecht oder Gewerberecht oder was auch immer ist, ja, sind dadurch charakterisiert, dass es einen sogenannten Gesetzesvorbehalt gibt, dass es sich gegenseitig eingrenzen. Kein Grundrecht ist unbegrenzt, kein Grundrecht. Es gibt keine Möglichkeit zu sagen, mein Eigentum ist unbegrenzt, selbst wenn es den anderen schädigt oder wenn ich weiß nicht, externe Effekte hervorrufe, die die anderen umbringen. Genau dasselbe gilt für die Religionsfreiheit. Auch die Grundrechtekataloge haben das uneingeschränkt und immer anerkannt. Das österreichische Religionsrecht oder auch zum Beispiel die Europäische Menschenrechtskonvention. Der Artikel 9 sieht die Menschen die Religionsfreiheit vor und der Artikel 2 des Artikels 9 sagt, sofern es nicht durch Gesetze dieses Landes Einschränkungen gibt, die
die öffentliche Ordnung, die Sicherheit, die Gesundheit der Leute und ähnliche Dinge berücksichtigen. Das steht in der Europäischen Menschenrechtskonvention. Nur wir sind nicht imstande, das zu exekutieren, im Sinne der Erhaltung unserer Ordnung. Und das hat im Übrigen sehr wohl Gründe, nach denen die Schwester Katharina am Anfang gefragt hat, nämlich der europäischen Krise. Europa, so wie es jetzt funktioniert, nämlich die Diktatur eines zentralistischen Superstaates, ja, will ja diese multikulturelle Ordnung haben und verwendet den Islam als Prügelkeule, um die christliche Ordnung kaputt zu machen. Wenn Sie sich die Religionsfreiheit dort ansehen, im Grund- und Freiheitskatalog, diese Roman-Herzog-Kommission 1999 und dann 2001 ist das beschlossen worden, hervorgebracht hat. Dort lautet der Artikel 10, Grundfreiheit, Religionsfreiheit, aber ohne Gesetzesvorbehalt. Absolut ohne Gesetzesvorbehalt. Auch das ganze Gerede mit dem Respekt vor Kulturen und sozusagen die Rechte der Kulturen im Artikel 22 und 23 dieser Grundrechtecharta. Da wird nicht spezifiziert, dass es sich um europäische Kulturen handelt. Es ist sozusagen ein universalistisches Konzept, das ganz bewusst dafür sorgt, dass die multikulturelle Gesellschaft globalistischen Typs hier fröhliche Urstände feiern soll und dass wir nicht imstande sind, unsere Religionsfreiheit so zu konzipieren, dass das Christentum hier überleben kann. Es kann nicht sein, dass Muslime, die herkommen, nicht von vornherein und ab dem ersten Tag gesagt bekommen, ob das jetzt Asylanten sind oder Leute, die aus anderen Gründen herkommen, dass es hier niemals möglich sein darf und niemals möglich sein wird, die Vollform des Islam auszuleben unter keinem Prätext der Religionsfreiheit. Wollt ihr hierher kommen und wollt ihr das Vergeltungsrecht ausüben? Am Stiefelabsatz umdrehen und zwar sofort. Wollt ihr hierher kommen und wollt sozusagen Polygamie betreiben? Am Stiefelabsatz umdrehen. Die Regierung hat versagt, durch viele, viele Jahre hindurch versagt, diese Notwendigkeiten umzusetzen. Wir haben voriges Jahr ein ganz, ganz schlechtes Islamgesetz erlassen und der Vollzug ist noch viel schlechter. Die Offenlegung der Glaubensgrundlagen wäre der erste Schritt gewesen, zu sagen, die Behörde ist imstande festzustellen, was von eurem Glaubenskatalog mit unserer Gesetzesordnung, mit unserer Verfassungswirklichkeit kompatibel ist und was nicht. Und wir sollten uns die Aufgabe machen, wenn die Behörde schon versagt hat, wenn uns die Regierung vollkommen im Stich gelassen hat, auf Privatinitiative-Basis dasselbe zu tun. Wir sollten mit Muslimen in Kontakt treten und sagen, Scharia oder Österreich, was wollt ihr? Das sind die Dinge, die hier auf keinen Fall gehen. Gehen wir in die Moschee, tun wir das, machen wir das auf einer privaten Basis, zeigen wir ihnen den Katalog dessen, was hier absolut unerwünscht ist und was hier auf keinen Fall geht. Wenn es nicht von uns ausgeht, dann wird es nicht passieren. Die Regierung hat uns verraten. Diejenigen, die uns vertreten sollen, haben uns längst verkauft. Das sieht man bei all den Themen, die die gegenwärtige europäische Situation ausmachen. Wir müssen uns zusammentun und müssen den Leuten sagen, was Fraktur ist. Wenn wir das nicht tun, dann sind wir wirklich zum Untergang verurteilt. Aber ich glaube nicht, dass es so sein muss. Ich habe die unglaublich lustige Erlebnis gehabt und einige konnten dieses Erlebnis vor ein paar Tagen mit mir teilen, die hier im Saal sitzen. Wir haben vorigen Mittwoch eine Veranstaltung im Akademikerbund gehabt. War bummvoll, ich glaube, so waren so circa 100 Leute dort. Die Frau Dr. Backe hat einen guten Vortrag gehalten. Und da sind drei, auch von der äußeren Erscheinung etwas bizarr anmutende Erscheinungen aufgetreten, die erkennbare Alt-68er oder Alt-Grüne oder Linksgrüne und so weiter. Also so, ich habe auch als 16-Jähriger so lange Haare gehabt, aber der hat es noch mit 70. Und die haben gesagt, also wir sind deswegen hergekommen, weil wir im letzten Jahr gesehen haben, dass uns die Grünen, denen wir seit 40 Jahren angehören, beschissen haben. Wir sind in der Hainburger Au gesessen. Wir haben das von vornherein mitgemacht. Wir haben die Gesellschaftstransformation mitbetrieben. Wir haben mittlerweile mitbekommen, das ist eine riesengroße Lüge. Und hier wird die Kultur zerstört, wird die Ökonomie zerstört, wird die Gerechtigkeit zerstört. Und deswegen sind wir zu euch gekommen, weil wir verfolgt haben, was ihr macht, was wir im Internet von euch verfolgt haben und weil wir mitmachen müssen. Wenn das Grüne, die noch vor einem Jahr etwas ganz anderes gesagt hätten, jetzt heute so sagen, dann würde ich sagen, da ist die Hoffnung nicht aufzugeben, sondern da muss man sagen, da werden viele möglicherweise ansprechbar sein, aber es liegt an uns, sie wirklich anzusprechen und sie auch dort abzuholen, wo man sie abholen kann. Danke. Einfacher als du hat das vorige Woche Professor Matzal, also euer Sohn, ausgedrückt in einer Diskussion. Eigentlich gut kantisch, Recht vor Ethik. In dem Sinn, ich muss zuerst eine gemeinsame Rechtsgrundlage haben, auf die ich nicht verzichten kann. Und im Islam ist das ja nicht so. Da ist es so verbunden, so stark. Das müsste auch dort getrennt werden. Ich sehe sonst kaum eine Möglichkeit, das in andere Rechtssysteme zu implementieren, wenn ich das nicht trenne. Im Christentum haben wir das ziemlich vom Anfang an.
Ich glaube auch im Judentum, aber stärker bei Jesus haben wir ja einige Stellen, wo er ausdrücklich Recht und Sittlichkeit gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist, oder was mir noch besser gefällt, die Antithesen der Bergpredigt, die mir in meiner Jugend mein jüdischer Wahlgroßvater erklärt hat, in einer ganz lieben Weise, mit dem, dass ich die innere Gesinnung, dass die über dem Recht steht, aber das Recht muss eingehalten und sanktioniert werden. Das habe ich als kleines Mädchen von einem, den ich sehr, sehr gern gehabt habe, der ist natürlich, der wird schon 130 Jahre alt, also so alt ist er nicht geworden, erklärt bekommen habe. Aber ich glaube, das könnte ich jedem erklären. Und dass ich, wenn ich die gemeinsame Rechtsordnung auf Völkerrechtsbasis und Menschenrechtsbasis habe, ist es dann für den Frieden in einem Land ziemlich wurscht, ob ich am Sonntag in die Kirche, am Samstag in die Synagoge oder am Freitag in die Moschee gehe. Das tangiert mich dann nicht, sobald diese Grundlage ist. Aber da müssten wir viel, viel heikler und strenger sein, dass das eingehalten wird, meines Erachtens. Aber ich glaube, du wolltest noch antworten und dann gebe ich das an. Ja, ich möchte... Das ist ja ein Seis beruhigen. Ich habe mit meiner Freundin zwei Parteien, jeweils zwei, eine Frage. Über diese islamische Glaubensgemeinschaft, dass sie nicht die religiöse Grundlagen haben und so weiter. Das kommt schon. Ich habe auch freiwillig gemacht. Ja? Okay? Das kostet mir viel Zeit. Und, aber ich habe zum Beispiel zu bemerken, warum Saudi-Arabien als reiches Land und Iran stiften den Krieg in Syrien und destabilisieren die Regime in Irak oder in Jemen, in Krieg und Waffenlieferung, Sie wissen, internationale und regionale Kräfte. Und ich werde Ihnen erzählen über meine Reise nach der Türkei, in Krone und Kurier haben Sie gesagt, ich habe gesagt, Sie werden ihn in zwei Jahren umbringen, weil die Kamalisten gegen ihn, die Atheisten gegen ihn, die Aleviten gegen ihn, die Kurden gegen ihn und ihr werdet bis 2020, wie Indira Gandhi, einer von seiner Sicherheit wird ihn umbringen. Weil ein Teil von der Gesellschaft hat er verhaftet, egal, ich bin gegen Fethullah Gulen und gegen ihn, beide Islamisten. Aber heute haben wir gelesen, er wird der Kalif sich krönen. Und da tue ich mir Angst, weil auch die Liste dieser Partei, Pro Wien, haben sie Kandidaten in Semmering, und andere Bezirke, Stadträte. Und da ist die Christenverfolgung nicht nur von die Parallelgesellschaften in den Moscheen, weil sie hassen euch. Es gibt einen Hass. Und der Einzige, der vor uns alle gewarnt, Dr. Michael Lai, in seinen Schriften, in seinem Buch, dass das Abendland jetzt wird irgendwie zerfallen oder kapitulieren oder irgendwas, ja. Also der erste Dr. Michael Lai, doch hat er erkannt. Ja, er hat es gesagt, aber ich glaube es nicht. Doch, doch, ich glaube schon. Er ist mein Mentor und Vorbild. Also ich möchte auch praktische Beispiele sagen. Also wenn man geht in eine Moschee, sofort, wenn jemand sagt, Christ, sag ich fein. Warum kommst du nicht ins Gebet, sagte der Chef, hat er ihn nicht gelassen. Sag nicht Österreicher, sag ich fein. Ich habe jetzt einen Flüchtling getroffen, sagte, die müssen uns hier akzeptieren. Sie sind Ursache für unsere Situation dort. Ich sage, wieso, sagst du, du hast zwei Kinder und eine Frau, ihr bekommt so viel Geld. Eine andere Flüchtling hat mir erzählt, er hat 7.000 Euro, ich habe übrigens keine 7.000 Euro. Er hatte 7.000, ein Neubau, ganze Neubauten von einer Firma, einen Vermittler, Betrüger, Araber. Einer bekommt, also die Immobilien bekommt, danke, 2000 Euro. 2000 diese Betrüger, diese Vermittler, dass er ihnen eine Persilschein, dass sie arbeiten, nicht Sozialhilfe bekommen. Und dann die Firma, alle wissen. Und die Firma bekommt 3000. Also 2000 für die Immobilien, 2000 für diese Betrüger und 3000 für die Bauherr oder diese Firma, die und jetzt gehen sie nachher zum Sozialamt und sie sagen, wir haben einen Neubau. Und ich habe keinen Neubau. Ich muss auch jetzt für alle Mal auch übersiedeln. Wir haben geflüchtet nach Tschechien oder Ungarn, Hotel, aber das kostet uns viel Geld. Aber bis Anfang nächstes Jahr, wegen dieser neuen Bedrohung jetzt in Facebook, dieser Kampagne, und ich habe auch eine Zeitung gegeben, sie haben schon gemacht, die Corona, aber heute wollen sie auch machen. Aber ich wollte auch euch, ich habe heute die Corona was geschrieben, in diesen Tagen kursiert im Internet
vermummte zwei Leute von Hamas. Und sie drohen die PLO-Verein palästinensische Gemeinde. Vermummt. Und meine Freunde gehen morgen zur Polizei, zur Verfassungsschutz. Aber ich kann euch beruhigen, wird keiner ihnen machen. Also die Christenverfolgung wird von den Politikern und von auch, ich kritisiere auch die Kirche. Ich muss euch kritisieren. Ich habe keine Angst, nur von Gott. Wir haben begonnen in Donau City Kirche ein gemeinsames Gebet und ich habe auf meine eigenen Kosten gemacht eine orientalische Buffet. Und dann die islamische Glaubensgemeinschaft haben auf die Priester, diese Priester, es geht außerhalb von dieser Kirche, weil Erzbischof Charles hat mir gesagt, ist egal. Der geht von die Kirche. Ja? Charles, ja, meine Freunde. Der Priester ist, glaube ich, nach Graz versetzt. Ja, ja, versetzt, ja. Er ist auf Einfluss von der islamischen Glaubensgemeinschaft, hat er dann die Zusammenarbeit gebrochen. Wir wollen einen Ratgeber für alle, Muslime und Nicht-Muslime. Aber die islamische Glaubensgemeinschaft haben verhindert. Ich kritisiere deshalb die katholische Kirche. Aber ich habe Erzbischof Schar, du weißt schon. Erzbischof ist er, Kreid ist er. Beibischof. Und wir wollen nochmal zusammenarbeiten. Ich kritisiere auch die Diakonie. Eine Frau, junge Frau, sie hat eine Dolmetscherin gearbeitet, Übersetzerin. Du weißt, Dr. Michael, wir haben interveniert bei der evangelischen Kirche. Das war Ramadan. Und der Herr war böse gegen diese Dolmetscherin, weil sie ist Christin, haben sie sofort, ohne Wenn und Aber, sie rausgeschmissen und sind sie nachher hinter ihr gegangen und sie haben wüste Worte gegen die Christentum. Das heißt, nicht nur die Politiker, auch die katholische Kirche und die evangelische Kirche versuchen, diese Christenvertreibung, Thaira ist Christin aus Irak, ist hier auch, wird hier vertrieben. Ich kenne viele Freunde, die sagen, bitte, Amir, wir können nicht mehr vertragen. Wir sind hier geflüchtet von Irak oder von Syrien, wir sind Christen, aber wir können hier nicht mehr leben. Ich sage bitte, aber die Politiker und die katholische Kirche und die evangelische Kirche versuchen, diese Leute zu unterstützen. Das ist ganz einfach. Also die islamische Glaubensgemeinschaft hat mehr Gewicht auf die katholische oder evangelische Kirche. Das ist Tatsache. Ich habe euch Beispiel gesagt. Aber bei Bischof Schar hat er gesagt, wir werden langsam allmählich kommen. Und wenn die Politiker uns nicht auch unterstützen, werden wir niemals, wir waren einmal bei der EVP 100 oder 200 Leute, wir haben uns getroffen, bei der SP, aber sie haben uns vertrieben. Sogar die EVP wollte von uns dummerweise, muss ich dummerweise sagen, als islamische Glaubensgemeinschaft gegen die islamische Glaubensgemeinschaft von der SP. Wir haben gesagt, wir sind nicht islamische Glaubensgemeinschaft, wir betreiben keine Moschee, wir wollen keine Gemeinde, wir sind nur Aufklärer und Reformer. Also das sind Beispiele. Ich wurde abgeholt von einem Auto, ich wollte nach Ausland fahren und dort Drogen. Und die Polizei lauert. Sie haben hinten, wo die Taxi, wo ich abgeholt, war Polizei und vorne keine Polizei. Ich steige von der U-Bahn und kommt eine Algerier, hat seine Jacke gebunden hier, weil sie bleiben die ganze Nacht, habe ich die Polizei dann gesagt hinten. Er befehlt die Leute, also war Kommandant. Ich sage der Polizei, was ist das? Das ist ein Kommandant, algerischer Akzent, tunesischer Akzent, nordafrikanischer Akzent. Sagen wir wissen schon. Dann haben sie angerufen, ihre Leute mit Zivil. Also das ist furchtbar, das sind alle Flüchtlinge. Das sind Flüchtlinge, sind jeden Tag in Prater. Ich habe, jemand hat mir erzählt, zum Beispiel, es gibt eine Flüchtling hat ein Studio und kommen die jungen Menschen zu ihm, Haschisch rauchen. Aber ich bin keine Polizei, ich habe keine Kapazität. Ich habe keine Kapazität. Ich habe auch, zum Beispiel, dass die viele Flüchtlinge bekommen viel Geld. Sie schicken nicht über die Banken oder Western Union, weil geht es schneller, sondern es hat sich entwickelt, die Muslimbrüder, die radikalen Islamisten, wie Afghanistan, wie Pakistan, Cash und Curry. Sie geben Geld hier und beobachtet, ich habe eine Partei gesagt, also sie werden die Szene beobachten. Also sie zahlen hier und bekommt sein Geld vorher in Jemen, in Irak, in Syrien, von der Sozialhilfe. Also die Christenverfolgung beginnt bei den Politikern und beginnt die Hilfe von den Medien und deshalb, ich tue mich schwer. So, ich danke jetzt einmal den
drei Referenten. Ich glaube, sie haben einen sehr guten und auch ein bisschen kontroversiellen Überblick gegeben, was ja ganz interessant ist. Ich möchte ein bisschen ein Happy End als Überleitung zur Publikumsdiskussion machen. Und zwar, ja, du weißt, du magst es nicht, aber ich möchte doch was Positives sagen. Ich glaube, auf irdischer Ebene habt ihr alle drei recht, da haben wir keine Chance mehr. Die haben wir verspielt, wenn es nur um die menschliche Ebene geht. Aber ich habe vor 2 Jahren in dem Fall einen nicht sehr erfolgreichen Vortrag gehabt, wo ich also eine Mittel- oder eine vernünftige Haltung zwischen Barmherzigkeit und Leichtfertigkeit den Immigranten gegenüber, ich sage nicht Flüchtlinge, weil das ja völkerrechtlich eh nicht stimmt, also den Immigranten gegenüber. Und das war ganz interessant, ein Großteil der Gruppe waren Gutmenschen und daher furchtbar gegen mich, wie können sie als Schwester und so weiter, und ich dachte, oi. Und ich habe dann mir gedacht, naja, und was sollen wir in der Situation tun? Und ich habe dann gesagt, die letzte Chance ist, das ist mir so spontan eingefallen, uns am Rockzipfel Jesu anhalten. Ich glaube, das ist aber ein gutes Bild, weil es war dann zufällig nachher eine Messe mit dem Evangelium, dass die blutflüssige Frau den Rockzipfel Jesu erfasst und geheilt ist. Ich habe das dann fast als Bestätigung meiner damaligen etwas misslichen Situation gesehen. Ich glaube, auf menschlicher Ebene geht manches nicht, wo wir hoffen dürfen, dass es auf religiöser schon geht. Aber trotzdem hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Das würde ich schon auch meinen, dass wir was tun sollen. Und jetzt möchte ich Sie einladen, dass Sie an alle drei Herren oder einen der drei Herren, 1, 2, 3, 4. Ja? Ich glaube, 4 reichen mal. So viel merke ich mir ja nicht. 1, 2, 3, 4. Oh, entschuldige. 5. Du warst am Anfang? So niedrig. Was willst du früher machen? Ja. Gut, fangen wir mal an. Ich hätte eine ganz konkrete Frage an die Vertreter der Kirche. Es gibt verschiedene Initiativen in Wien und in Österreich, die sich für die Auflösung dieses Kreuzes stark machen. Mhm. Das ist dieses interreligiöse Zentrum, wo also wirklich Partner miteinander sitzen, die eigentlich im Grunde miteinander zu reden haben. Die einen, die das ist aber vom Vatikan gewünscht. Das wissen Sie. Ja, darum frage ich. Die Frage an die Vertreter der Kirche, wie stellen Sie das? Ich meine, so kann es doch nicht weitergehen, dass wir hier in Wien eine Organisation sitzen haben, die agitiert, die islamfaschistische Kindergärten eröffnet, die Indoktrination vom Kindergartenalter an macht, die im Süden von Österreich, in Bosnien, einen wahhabitischen Staat aufbaut. So kann es nicht weitergehen. Wie steht die Kirche dazu? Ich glaube nicht, dass die Kirche da viel machen kann, ja, ehrlich gesagt. Herr Schönborn. Herr Schönborn ist ein Glied der Kirche, aber nicht die Kirche. Da würde ich mich schon dagegen verwehren. Schwester, lass Christian am Wort in dieser Frage. Christian, kannst du diese Frage antworten? Ich erkenne von welcher Kirche, aber du bist ein kannst du hier für mich festhalten? Das ist jetzt schon päpstlich, das stimmt schon. Also ich kann dazu auch nicht allzu viel sagen. Ich weiß nur, dass ich von Anfang an eigentlich entsetzt war, dass dieses Zentrum hier eröffnet worden ist. Und zwar deswegen, weil es einfach bekannt ist, dass wer die Geldgeber sind an diesem Zentrum. Und ich habe da einfach ein Problem, wenn sozusagen Saudi-Arabien sozusagen an erster Stelle, an vorderster Front hier steht und finanzielle Mittel gibt. Und in der gleichen Art und Weise ist aber Religionsfreiheit in Saudi-Arabien ein vollkommenes Fremdwort. Und das war für mich eigentlich ein Schock. Wir lehnen uns da aber jetzt auch nicht allzu weit raus, weil es gibt auch Vertreter vom Vatikan, die da drinnen sitzen. Es habe ich jetzt gehört, dass es neu aufgestellt werden soll in der nächsten Zeit, weil die Saudis sie angeblich zurückziehen. Und seit 2 Jahren wird geredet über Neuaufstellung. Das war mit dem Wettkampf der Frau Bandi und Frau Bandi. Ich glaube, das ist ein Kurzzeitskandal, aber sie erkennen es absolut. Gut, vielleicht dann gleich deine Frage und dann deine und dann immer die beiden. Ich habe 2 Fragen. Das eine ist die Frage an das Wort wir. Es wurde gesagt, dass nach dem Krieg der Islam komplett darunter gelegen ist und wir haben ihm aufgeholfen. Wer ist das wir? Die zweite Frage dazu ist nicht durch den internen Krieg zwischen dem Islam zwischen Moslems, wie immer man das jetzt sagen will, diese 2, 3 Stromrichtungen, die da sind, ist da nicht auch sehr viel daran schuld, dass
heutigen Zustand so ist? Erste Frage, dass wir sind natürlich die westliche Staatengemeinschaft oder die westliche Welt sozusagen gemeint, die dafür gesorgt hat, dass der Islam Subsidien bekommen hat. Die Kolonialmächte. Na, die Kolonialmächte, nein, die Kolonialmächte sind ja, also wenn man, das ist eine Diskussion, auf die ich mich gerne einlasse, die dauert aber wirklich 2 Stunden. Die Kolonialmächte sind bitte weitestgehend gerufen worden. Also wenn Sie sich zum Beispiel den Zusammenbruch Ägyptens anschauen, ja, mit dem Zusammenbruch der ägyptischen Nationalbank, zum Beispiel als Beispiel, oder die Bank der Türkei, da sind die Westmächte gebeten worden, die zu übernehmen, inklusive des Finanzministeriums und inklusive der gesamten Finanzverwaltung. Also das ist nicht so gewesen, dass sozusagen die Ägypten hat im Laufe von 1300 Jahren 4 Staatsbankrotte gehabt. Am Ende des Krieges, wo die auch niedergelegen sind, ist gesamt Europa niedergelegen, bankmäßig. Und da hat kein England und kein Frankreich, kein Spanien, kein Skandinavien, keine Schweiz und kein Deutschland, kein Österreich oder Italien dort helfen können finanziell. Also wer hat geholfen? Wer ist das? Doch, wir sind die westliche Staatengemeinschaft, die akzeptiert hat, dass nicht der Vertrag von Sevres, der zunächst einmal auf dem Wilsonplan beruht hat, durchgesetzt wurde. Der hat nämlich darin bestanden, dass Anatolien aufgeteilt, das wäre nämlich die einzig richtige Methode gewesen, dass Anatolien aufzuteilen ist, ein Teil Griechenlands, ein Teil Armenien, ein kleiner Restbestand sozusagen, eine Resttürkei, und das war bereits vertraglich vereinbart. Und zwar sogar vereinbart zwischen dem Sultan und dem Wilson und der westlichen Staaten. Und die westliche Staatengemeinschaft hat zugesehen, wie der Herr Kemal Atatürk hergegangen ist und sozusagen sich das Ganze wieder unter den Nagel gerissen hat und genau das nicht gemacht hat, was eigentlich die einzige richtige Möglichkeit gewesen wäre, den Islam als Weltmacht sozusagen mal unter Kontrolle zu bekommen. Aber das ist eine lange Diskussion, das ist ein Beispiel dafür, dass die westliche Gemeinschaft eindeutig definitiv politisch versagt hat, das, was bereits paktiert war, auch wirklich durchzusetzen. Gibt viele, viele andere Beispiele, die ähnlich gelaufen sind. Die zweite Frage war die Sache, sagen Sie es bitte nochmal. Ja, genau. Also da sind zwei Sachen dazu zu sagen. Erstens einmal wird es bei weitem übertrieben, dass es unterschiedliche Denominationen des Islam gibt. Ja. Faktum ist sozusagen, dass das, was man heute den Schiitismus nennt, ja in Wirklichkeit einige Jahrhunderte älter ist als das, was die Sunna betrifft. Ja. Also von Sunniten können wir eigentlich erst ab 1055 mit der Übernahme der faktischen politischen Kompetenz der Seldschuken in Bagdad sprechen. Ja. Vorher hat Sunniten im heutigen Sinn nicht gegeben. Vorher waren alle unterschiedlichen Denominationen ausgerichtet auf eine Sukzession der Machtübernahme als familiäre Nachfolger von Mohammed. Ja. Was die Ethik betrifft, was den Koran betrifft, was sozusagen das Grundsätzliche betrifft, gibt es keine, also zwischen dem sunnitischen und dem schiitischen Islam gibt es punktgenau 2 Unterschiede, dogmatisch. Das eine ist die Chums, das ist die sogenannte Fünftelsteuer, die vom Vermögen berechnet werden soll, und das zweite ist die sogenannte Genussehe nach Sure 53, also Zeitehe, die de facto eine bestimmte Form der Prostitution darstellt. Das wird sozusagen auch vom Iran zum Beispiel in der Verfassung anerkannt und von schiitischen Staaten akzeptiert. Aber von der Ethik oder all die Dinge, die ich vorhin zitiert habe, gibt es überhaupt keine. Es gibt 5 verschiedene Rechtsschulen, 4 in der sunnitischen Welt, die Dschafariten, die 5. in der schiitischen Welt. Die haben 300 Jahre, ja, das was ich jetzt sage, soll keine Schmähung sein, tatsächlich ist es so, 300 Jahre darüber diskutiert, welcher Natur die Steine war, mit denen Mohammed sich nach Verrichtung der Notdurft gereinigt hat. Das war eine 300-jährige Diskussion. Also darin gibt es Unterschiede. Ja? Und ob man jetzt sozusagen Bismillah sagen muss, wenn man vom Klo kommt und mit linken Fuß rausgeht und mit rechten Fuß anders, das sind die Unterschiede. In der Substanz gibt es keine Unterschiede. Die Streiterei zwischen den Muslimen inklusive Tötung hat bereits in der Stunde des Todes von Mohammed begonnen. Das ist part of the game im Islam. Von den 4 rechtgeleiteten Kalifen sind 3 an der Hand von Muslimen gestorben. Ja? Und so hat es sich in den letzten 1400 Jahren fortgesetzt. Also die Unterschiede sind dogmatisch nicht vorhanden, sondern liegen in politischen Sonderkonstellationen, Stammesfäden, die das Ganze überlagert haben, aber in der Substanz keine Unterschiede. Na, ich weiß nicht, jetzt wärst du dran. Hat keinen Sinn. Ich würde nur bitten, Fragen kurz, aber auch Antworten etwas straffer zu geben. Ja? Da waren 2 und dann sind sie 3. 1, 2, 3. Der junge Mann, glaube ich, war dann? Nein, waren Sie nicht? Nein, der dahinter. Ja, waren Sie nicht? Ich will später gerne was sagen. Die Dame? Ja, es ist ja noch in der
Schwester Katharina. Das ist die andere, ja. Ich glaube, sie stimmt nicht so gut. Sie vielleicht besser verstehen. Und etwas lauter. Ja. Ich werde mich bemühen, so laut wie möglich zu sprechen. Allerdings weiß ich nicht, ob es mich liebe. Du hast gerne eine Frage zu der Änderung der Position von der katholischen Kirche. Auf der Seite katholischen steht das deutlich, dass... Auf der Seite katholisch.de steht ganz deutlich, dass am 6.2014 sagt der Papst am Sonntag war im Gebet, dass jeder Pfarrer, jeder Kloster und jede christliche Einrichtung auf dem Kontinent soll wenigstens eine Flüchtlingsfamilie aufnehmen. Forderte er von mehr als 10.000 Menschen auf dem Petersplatz. Ein Jahr später, am 12. September 2016, hat Kardinal Schönbrunn gesagt, dass Kirche, dass Europa ihre christliche Erbe verspielt. Ich hätte ganz gerne eine Frage, warum hat Papst zuerst, hat katholische Kirche zuerst eine Pro-Prüfungsposition gehabt und jetzt hat sie die Position geändert? Das ist meine Frage. Ich glaube, jetzt ist es aufgewacht. Ah, nein, das muss ich ein bisschen... Ich glaube, am Anfang der Papst ist aus Südamerika, hat wenig Erfahrung mit Moslems daher und ist natürlich einmal so im Sinne der Nächstenliebe für alle offen. Ich glaube, jetzt merkt er allmählich, dass das auch negative Konsequenzen hat. Weil ein Kirchenfürst ist ja selbstverständlich auch für seine eigenen Schäflein verantwortlich und nicht nur für Immigranten. Also ich glaube, es ist schwer, ich ringe selber vor meinem Gewissen hier einen einigermaßen brauchbaren Mittelweg zu finden. Ich glaube nur, dass bisher die Kirchenführung zu blauäugig war. Das ist meine persönliche Einschätzung dazu. Also etwas mehr Realismus würde hier nicht schaden, was nicht heißt, dass man grausam ist, aber es gibt ja auch genug Vorschläge, die Grenzen nicht total zu schließen, aber kontrolliert zu schließen, zu kontrollieren, wer wirklich reinkommt. Und da gibt es genug Vorschläge in der Richtung, die nicht unchristlich, aber realistisch sind. Also, ja, ich glaube, das... Sie sagten, damals ist Papst von Lateinamerika nach Europa gekommen. Warum besteht Zusammenhang mit seiner freundlichen Position zu Flüchtlingen und Lateinamerika? Jetzt habe ich irgendwie den Zusammenhang nicht gesehen. Ich glaube, er hat keine Erfahrung, wenn Moslems eine Mehrheit bilden. In Lateinamerika sind ein minimaler Prozentsatz Moslems und da sind sie brav und artig. Das ist klar. Ja? Mhm. Und ich glaube, jetzt merkt er allmählich, dass man hier vielleicht doch auch andere Maßnahmen setzen muss, ohne dass das unchristlich wäre. Ich bedanke mich herzlich für Ihre ausführliche Antwort. Herzlichen Dank. Interessant und ausführliche Antwort. Ich glaube, da war noch einmal, wolltest du dazwischen was sagen? Ich wollte Christian was fragen, und zwar du hast gesagt, wir sollen in Moscheen gehen oder mit Muslimen reden und eine Gesetzestreue abverlangen. Ich meine, du weißt selber, dass Muslime lügen dürfen, verschleiern dürfen. Mit 6%, die sie jetzt haben, werden sie uns alles versprechen und sich an alles halten, aber mit 50% werden sie das nicht mehr tun. Also ich frage mich, wieso dieser Weg der Erfolgversprechung vorkommt. Weil ich das als ersten Schritt eines entsprechenden Signals sehe. Das ist jetzt nicht ein komplettes Programm, kann man ja nicht innerhalb von 3 Minuten darlegen. Ich glaube, der erste Schritt besteht darin, dass wir sozusagen unseren politischen Willen zum Ausdruck bringen müssen, um zu signalisieren, dass es Grenzen gibt, deren Überschreitung wir nicht akzeptieren. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Methode. Du hast vollkommen recht, wir haben, also einige von uns, die hier im Saal sind, haben vielfache Erfahrungen im Umgang mit Muslimen. Ich persönlich habe, ich weiß es nicht, wahrscheinlich hunderte Diskussionen. Es läuft immer auf dasselbe hinaus und es hat in Wahrheit inhaltlich natürlich keinen Sinn. Ja? Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass es sehr wohl sinnvoll ist zu sagen, wir sind nicht bereit zur Kenntnis zu nehmen, dass eure Vorstellung von Religion über unseren Gesetzen steht. Und das muss man ganz deutlich auch anhand von Passagen im Koran zum Ausdruck bringen. Es muss enttabuisiert werden, ja, den Koran sozusagen als ein angeblich von Gott gegebenes Buch zur Kenntnis zu nehmen und dazu nichts zu sagen. Wenn wir nicht imstande sind und wenn der Staat Österreich und wenn wir als Zivilgesellschaft nicht die Kraft aufbieten zu sagen,
Das nehmen wir nicht zur Kenntnis, wenn dort steht, dass Ungläubige, dass ihnen der Kopf abgeschnitten werden soll oder dass das Vergeltungsrecht. Wenn das nicht zur Kenntnis, wenn das nicht möglich ist, ja, dann können wir uns wirklich verkriechen und am besten in den Katakomben in Zukunft zur Gefahr stellen. Und noch einmal, das wird immer im Bekenntnis bleiben. Ihre Gesetze kommen von Gott höchstpersönlich. Unsere Gesetze sind die Gesetze der Kufa, die sind verachtenswert. Also das werden immer nur Lippenbekenntnisse bleiben und jetzt, wo sie 6% haben, werden sagen, ja, dann halten wir uns an die Gesetze. Wir respektieren das. Und wenn sie 50% haben, ist das alles nichts mehr wert. Das ist kein Weg. Na schon. Ich glaube, es sind zwei Sachen. Erstens einmal, wir dürfen uns als Zivilgesellschaft nicht überschätzen. Wir haben ja keine Vollzugskompetenz. Ja? Das müsste natürlich der Staat machen. Das ist ja klar, der Staat tut es nicht. Ich bin eine Moschee, sicher nicht. Ja. Steht jedem frei, das nicht zu tun, aber sozusagen das einmal den Willen der Zivilgesellschaft zum Ausdruck zu bringen, ist ein erster wichtiger Schritt. Das ist das, was ich da sage, ist kein Programm, da könnte man viele Sachen dazu sagen. Der Staat versagt in seiner Aufgabe, daher müssen wir in gewissen Punkten einspringen. Gut, der Herr Doktor. Ja, ich möchte ergänzen, die Muslime meistens in Österreich, die lügen nicht. Die haben mit der ganzen Gesinde nichts zu tun. Die radikale Islamistin und die islamische Gemeinschaft, sie sind nicht mal 1%. Und ich möchte Ihnen korrigieren, diese Lüge ist bei den Schiiten Taqiyya. Aber ich höre von vielen Leuten falsch, bei den Sunniten nicht. Aber nur wenn man bedrängt, wenn man zum Beispiel Krieg oder verhaftet, keine Taqiyya, diese Lüge. Aber in Bedrängnis von den Schiiten. Aber ich lese manchmal von vielen Leuten, sie schieben gegen alle Muslime Lügen, aber die Muslime meistens Menschen wie Sie, und ich und sie lügen nicht, das musst du jetzt korrigieren. Die zweite Sache, Taqiyya ist ein schiitischer Grundsatz und nicht sunnitischer Grundsatz. Und die Schiiten benutzen das in Äußerste, wenn sie bedrängt, wenn zum Beispiel jemand von ihnen verhaftet, keine Lügen und das auch die Gesetz erlaubt. Die Sunniten benutzen es auch, wenn sie im Westen sind, genauso. Auch die Jetzt waren 1, 2, 3 Wortmeldungen. Im Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit würde ich nach diesen 3 eventuell noch 2 dringende nehmen. Und dann können wir bei dem Brötchen und bei einem Gläschen Wein, der ist zwar islaminkompatibel, aber das ist wurscht, noch weiterreden. Nicht? Also das wäre eine Möglichkeit. 1, 2, 3. Ich möchte gerne was sagen und nicht fragen. Ich habe sehr viel gelernt heute dort. Wir haben die nicht verdorben. Nein, im Gegenteil. Aber ich bin ersichtlich eine alte Person und habe dazu meine Erfahrungen. Und eine meiner stärksten Erfahrungen ist, wenn der Mensch an die Grenzen stößt des Selbermachens, und das erfährt man immer wieder im Laufe der Jahrzehnte, dann hilft einzig und allein, danke dafür, das Gebet. Und dann muss ich mich also einfach dorthin begeben, dass ich sage, und wann ich nichts anderes mehr weiß und nichts anderes tun kann, weil was soll ich als alte Urgroßmutter irgendwo richten, dann muss ich die Geschichte, die ich erkannt habe, durchbeten. Ich nenne es durchbeten. Und das kann jeder Einzelne von uns weitergeben durch sein Leben. Ich bin ein, wenn ich also sagen will, ich will christlich leben und mir das Know-how dazu aus der Bibel angeeignet habe durch lange Jahre, dann muss ich das auch hinaustragen. Und wenn ich einen kleinen Kreis habe, dann werden die im kleinen Kreis wahrscheinlich merken, aha, das ist der wichtig oder so kann es gehen. Aber bitte nicht aufhören, jeder Einzelne von uns ist verantwortlich, dort wo er steht, das Christentum so zu leben, wie wir es erfahren haben und wie wir auch das Gute in schweren Situationen immer erkennen durften. Das kam nicht von irgendwem, sondern das kam von oben. Und ich weiß bitte, was ich sage, weil ich einiges erlebt habe. Danke, das war jetzt ein sehr schönes Glauben. Du bestätigst den Rockzipfel Jesu, der mir so ein bisschen... Darf ich deinen Mann gleich weiterbringen? Ich will keine Fragen stellen, sondern Fakten sagen, weil ich bin kein Freund der Einseitigkeit.
Und da muss man sich sehr hüten davor. Ich sage das, um den kommenden Nachdenkprozess ein bisschen zu intensivieren. Erstens einmal, wir sprechen heute über Christenverfolgung. Das hat nicht nur ausschließlich was mit Islam zu tun. Denken wir an die Vergangenheit. Der Kommunismus war bei weitem Ärger. In China ist es den Christen auch nicht sehr. Nordkorea heute noch, ja. Also das nur als Gedanke einmal. Das Zweite, ich habe vor ca. 20 Jahren ein Seminar für meine Studentenverbindung abhalten wollen zum Thema Islam. Und über persönliche Empfehlung vom Kardinal König, der unser Taubrüster war, wie du weißt, ja, bin ich gekommen zum Professor Adel Theo Khoury. Ah ja. Ein maronitischer Geistlicher, gebürtiger Libanese, eine 24-bändige Koranübersetzung gemacht hat und habe jetzt einige Sachen sehr gut gelernt dabei, die mir in meinem Gedächtnis geblieben sind. Das erste Mal, es gibt keine Sure im Koran, für die es nicht auch den Gegenteil gibt. Man kann das alles im Widerspruch darstellen. So wie auch in der katholischen Kirche. Christus selber hat immer gesagt, der Friede sei mit euch. Er hat aber auch gesagt, ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern den Krieg in den Familien. Hat er ausdrücklich wörtlich gesagt. Und das Zweite sagte auch der Professor Kurius, hütet euch eigentlich davor, von dem Islam zu sprechen. Was ist denn das? Das ist ein Sammelsurium. Sie haben mit Recht darauf hingewiesen, die Schiiten, die Sunniten und. Und was ist das in der Kirche, im Christentum? Was haben wir da alles für Untergliederungen? Und selbst in der katholischen Kirche, bis zur Pius-Bruderschaft und so weiter. Also es gibt da lauter Untergliederungen. Man muss da sehr aufpassen bei Diskussionen, wenn sie ernsthaft sein sollen. Danke. Danke. Jetzt haben wir noch Sie gehabt und dann die letzten zwei, drei. Aber dann ist bitte wirklich, ich glaube, dann können wir wirklich bei den Brötchen weiterreden. Also eins, zwei, drei, vier und Sie sind dann aber Schluss, ja? Mir war noch der habe ich es übersehen? Na, das ist mir peinlich. Machen wir dann privat. Machen wir es privat. Ja, Magister Zeitz hat einmal mehr kenntnisreich all das schreckliche Potenzial uns beschrieben, das in der Institution des Koran steht. Professor Ley hat uns in seinem Buch, ja, wenn ich richtig verstanden habe, das Reformjudentum als Beispiel, an dem sich der Islam orientieren könnte, dargestellt. Das stimmt, ja. Und das ist deine Richtung. Das stimmt, ja. Man muss uns sehr fromm und hoffnungsreich sein, wenn man glaubt, dass der Islam das tut. Aber Dr. Al-Bahati hat uns ja in seiner ersten Wortmeldung ja eigentlich schon sehr schön beschrieben, die normative Kraft des Faktischen, wie die erzählt hat in seiner Heimat, wie da Juden, Christen und Moslems unterschiedlicher Auslegung sehr friedlich miteinander zusammengelebt haben. Also da war ja in ihrer Heimat schon realisiert. Bis, und das haben sie auch gesagt, bis dann diese meiner Ansicht weit über das Ziel schießenden Kriege in Afghanistan und auch die beiden von den Amerikanern geführten Kriege im Irak den Islam aufgewühlt haben. Abu Ghraib hat schwerste religiöse persönliche, familiäre Kränkungen hervorgerufen und hat den radikalen Imanern Stoff geliefert, die Gläubigen aufzuwiegeln. Und wenn Herr Rechberger sagt, wir können die schreckliche Bedrohung des Christentums, der Christenverfolgung mit Beten beeinflussen, wenn solche Ereignisse geschehen, da fürchte ich, dass das Beten nichts nutzt. Und wenn zum Beispiel auch das es gibt im Judentum, die nur darauf warten, dass die Al-Aqsa-Moschee verschwindet und dass dort wieder Tieropfer gebracht werden können. Das ist die drittheiligste Stätte des Judentums. Dann, wenn das passiert, dann werden in Europa, ja, da gibt es das Zentrum der Kohanim, ich habe das Buch da von Shlomo Sand. Wenn das passiert, dann rollen bei uns die Köpfe. Das ist die größte
denkbare Kränkung der Moslems. Und da nutzt die Empfehlung von Herrn Rechberger zu beten, meiner Ansicht nichts, aber vielleicht haben Sie eine Antwort. Ja. Ich glaube, jetzt muss ich, weil der Herr Rechberger wollte schon auf dich antworten. Ja. Es gibt, glaube ich, es ist ein arabisches Sprichwort, glaube ich. Das heißt, vertraue auf Gott, aber vergiss nicht, den Kamel anzubinden. Das heißt, also ich würde mal so sagen, und das möchte ich absolut unterstützen, was Sie gesagt haben, dass das Gebet sehr wohl was bewirkt. Aber natürlich, wir müssen auch handeln. Das ist also ein Gebet, das, wo man sagt, ich setze mich zurück in mein stilles Kämmerlein und bete und dann wird alles gut. Ich meine, diese Naivität haben wir nicht, wir Christen. Also zumindest denke ich das nicht so. Aber diese Kriege, die so arge Verletzungen der Moslems bewirkt haben, geschehen, dann nützt meiner Ansicht alles Beten nicht. Da bin ich nicht ganz. Also ich glaube, das kann keine Alternative sein. Einigen wir uns darauf. Das Bete und Arbeite gilt nicht nur für Orden, sondern das gilt generell für ein vernünftiges christliches Leben. Weil ich kann nicht den Chef stellvertretend arbeiten lassen. Das machen nur manche Messen in den Fürbitten. Da stürzt mir mal die Haare auf, deswegen rutscht mein Schleier. Ja. Trotzdem glaube ich an die Kraft des Gebetes. Ja, Sie haben vollkommen recht. Aber die Christen, eigentlich müssen sie auch ihren Beitrag leisten. Sie können nicht hinnehmen, diese Christenverfolgung. Sie bringt von Nahen Osten oder von den Heimatländern. Und ich habe immer betont, die Muslime müssen loyal, wo sie leben. Und nicht zu Erdogan oder die Muslime und so weiter. Sogar Erdogan nützt diese Lage und wird jetzt auch diese Partei, türkische Liste oder Partei für Wien, destabilisieren die Politik. Aber sie werden natürlich in erster Stelle, waren sie aufgewachsen im Schoße von der SPÖ und mit Unterstützung von der Kirche. Das muss man ehrlich sagen. Ich kenne die Leute persönlich. Und die Kirche und die Parteien haben ihnen geholfen. Ich glaube, jetzt weiß ich nicht, Sie waren noch und wer war jetzt noch? Weil ich würde dann wirklich bitten, dass wir das zu dem Brötchen verlegen. Also die Dame war noch, das weiß ich nicht, der Zweite. Ja. Sie, ja. So, an Weihnachten, du weißt ganz genau, wie ich zu dir stehe. Ja. Ja. Und ich habe großen Respekt vor dich, vor deiner Arbeit, vor alles, was du tust. Und ich unterstütze dich auch. Aber ich bin ein realistischer Mensch. Ja. Und wir brauchen nicht über Christentum jetzt reden, weil wir haben jetzt Problem, ein großes Problem. Wir haben nicht Problem mit Christentum. Christentum, sie haben schon ihre Probleme und ihre Sachen getan. Sie machen jetzt sogar Fehler und nichts Gutes. Wir lassen jetzt Christentum, wir haben Probleme mit dem Islam. Wir müssen das wirklich, wirklich kritisch mit diesem Thema oder dieser Richtung umgehen. Ich habe dir nicht erzählt. Ich habe bis vor kurzem noch immer die Hoffnung gehabt, die sind meine Leute. Ja? Die sind genau wie du erzählt hast am Anfang, wir haben zusammen gelebt und so. Bis in ein Projekt in Caritas 6 Monate gearbeitet habe. Bin zu diesen Flüchtlingen gegangen. Ich habe mit ihnen umgeahmt. Ich wollte mit ihnen wirklich helfen. Und so. Wir haben ein großes Problem. Sie sagen mir wirklich keine Ausnahme. Keine Ausnahme. Wir sind nicht Radikalen. Wir sind normale Muslime. Ja? Wir haben, wie gesagt, sie hassen die Christen. Sie sind zuständig für unsere. Das habe ich auch gesagt. Ja, genau. Aber im Unterschied zu dir, dass wir gegen die Radikalen und die Islamgemeinschaft, die wissen sowieso, die sind gefährlich. Für mich sind die gefährlich, weil ich weiß schon, wenn man seinen Feind kennt, dann ist schon erledigt die Sache. Ja? Dann ist mein Feind und dann habe ich es zur Kenntnis. Aber meine große Angst, was zeigt mich Freund und er ist meiner Feinde, im Kopf, ja, die sind gefährlich. Was mir erzählt haben, was mir Videos zugeschickt, ich habe ihnen mein Telefon gegeben, damit sie, wenn sie einen Termin haben bei Behörde oder beim Arzt oder egal wo, ich kann ihnen helfen. Oh, ich bin arbeitslos, ich habe kein Geld, aber ich bin freiwillig gegangen. Und die haben mir dann geschickt, wie ich zum Islam übertrete. Videos. Ja, Viertelstunde, ja. Ich bin zu ihnen gegangen, höflich, ja, und in diesem Moment bin ich gegangen mit Kreuz, ja, und
und sind ausschließlich alle mit Kopftuch, alle und ihre Kinder. Ich bin dort und habe gesagt, bitte, hier ist Religionsfreiheit. Ihr könnt eure Religion hier ausüben. Aber warum wollt ihr unbedingt jetzt Islam hier? Und die haben gesagt, das ist unsere Pflicht. Ich schwöre es, dass sie haben mit in meinem Gesicht gesagt. Das ist unsere Pflicht. Und dann sie haben mir gesagt, ein 10-jähriges Kind, was ist das, was du trägst? Also das ist jetzt mein Angst. Was machen wir? Was machen Sie jetzt einmal in dieser Bitte sag's mir. Ich gebe Ihnen recht. Sie kennen sich erinnern an Irak, die Christen. Sie haben einen Club, das gibt nicht in Amerika, stimmt oder nicht? Also sie haben gelebt, alle Religionen, arm und reich, Juden, Muslim, Jiden, alle. Wir haben, du weißt auch den Muslim, ja? Und Sarah, du weißt ganz genau, diese Leute sind radikale Islamisten. Aber meistens die Muslime, sie haben sogar mit Religion überhaupt nichts zu tun. Die sind nur nach Europa gekommen, um zu arbeiten, um Familie aufzubauen. Aber die Politiker und die Medien haben ihn gezwungen. Und du hast vollkommen recht. Nicht nur du, viele Leute kommen zu uns und sagen, was machen wir? Diese Leute, sogar die sind Flüchtlinge und bekommen Hilfe und sie schimpfen uns. Ich habe gesagt, bei der Diogonie, sie haben eine Übersetzerin. Dr. Michael Lai hat interveniert bei der Diogonischen Kirche. Und sie ist bis heute, tut ihr leid, sie ist beschimpft, deine Religion. Entschuldige, ich kann nicht wiederholen, deine Religion. Und die bekommen von dieser Religion Geld. Und darum, wir sagen immer, warum kommt ihr hier, wenn ihr seid, hier sind Ungläubige? Oder wie du sagst, sie lehnen euch ab. Dieser Hass, es hat nicht religiöse, sondern auch gesellschaftliche. Sie haben mir ausdrücklich gesagt, das ist unser Pflicht, Koran sein. Ja, im Koran natürlich. Wir sind Ungläubige, wir sind auch gesichert. Die Christen, die Juden, wir sind auch Ungläubige für sie. Wir sind alle nur gläubig. Wer nicht an Koran glaubt, wenn ich sage zum Beispiel, Koran widerspricht, sie werden mich umbringen. Aber ich sage in einer kleinen Sache, ich habe Angst, irgendwie zu verlautbaren. Dr. Michael kritisiert mich manchmal, weil ich schlucke manchmal, weil ich habe Angst, die spionieren mich über Facebook, habe ich ein paar Leute geschmissen. Sie haben ein paar Vorträge zum Beispiel, letztes Mal haben auch Spione geschickt. Und da habe ich Angst, das muss ich vorsichtig sein. Also ich bin jetzt bedroht, dritter Mal eine Anzeige und wir werden schauen. Ich habe eine sehr berühmte Restaurant und das wird viel bezahlt, aber ich hoffe, diese Novelle von Justizministerium, dass diese Leute stoppen. Also ich bin nur glücklich. Die geht gegen uns. Die haben vollkommen recht. Schwester, so, ich glaube, einer hat sich noch gemeldet und dann würde ich wirklich... Wir haben sich wieder vermehrt, das gibt es ja nicht. Andere Junge. Dass wir alle denken, dass wir nicht die künstliche Sprache unserer Politiker übernehmen und von Islamisten Islamismus reden. Das gibt es nicht. Es gibt nur Muslime. Die einen sind weniger radikal, die anderen sind mehr radikal. Und ich bin der Meinung, nicht jeder Moslem ist ein Terrorist, aber irgendwann in der Zeit wird jeder Moslem zum Terrorist. Danke. Bist du Terrorist? Nein, das glaube ich nicht. Ne? Also ein junger Mann war noch und bitte dann würde ich wirklich bitten, Schluss machen und vor Zeit diskutieren. Ja? Ja, vielen Dank den Rednern, danke, dass ihr da seid. Ich habe auch gebeten, vor allem die ganze Zeit, dass ich die Botschaft, die ich, oder den Lösungsansatz, den ich euch näher bringen will, kurz und knackig euch weiterbringen, damit ich Herz reden kann. Ich bin in Vertretung da von Stimme und Gegenstimme. Kennt jemand diesen Hardingstress? Und Klagemauer TV, wo weltweit Menschen Klagen gegen die Massenmedien einreichen. Weltweit arbeiten da Menschen von allen Denominationen und Religionen zusammen. Nicht die Rechtsgläubigkeit, sondern die Rechtschaffenheit steht im Mittelpunkt. Wir ziehen alle an einem Strang. Und also so schaut so ein Blatt aus, Stimme und Gegenstimme, arbeiten weltweit Menschen zusammen, verfassen lauter Kurzartikel, also man erspart sich manchmal ein Buch zu lesen, weil es einfach der Kernpunkt herausgeschält ist. Und da gehen die Menschen auch leiden durch, ein Buch auf so einen kurzen Text zu kürzen. Das ist wirklich viel Arbeit. Und also so ein Blatt, da stehen tolle Internetseiten drauf, Klagemauer TV jeden Tag um 19.45 Uhr gibt es aktuelle News, kann ich sehr empfehlen, drauf zu schauen. Da
Es gibt auch derzeit ganz starke Sendungen darauf. Und zur Webseite. Also das sind bloßer Zusammenschluss von weltweit alles aus Eigenmitteln. Also es gibt, genau, also es ist einfach aus dem Herzen heraus für die Menschheit. So, ich glaube aber, das war jetzt ein guter Abschluss. Wir haben sehr viel Verschiedenes gehört, vieles zum Nachdenken. Und wir können gerne noch bei Brötchen und einem Glas an Wein privat weitersprechen. So, und jetzt gibt es hier noch was.